Herzlich willkommen zu dieser 100. Folge von Europe Calling. Dieses Mal in einer ganz besonders breiten Gruppe von MitveranstalterInnen. Erstmal mein lieber und guter Kollege Michael Bloss, unser klimapolitischer Sprecher im Europäischen Parlament, und die beiden Kolleginnen aus dem Bundestag, erstmal Oliver Krischer und Micha Bloss, genauso wie unsere Ministerin aus Rheinland-Pfalz, Anne Spiegel. Wir alle waren beteiligt und sind beteiligt an den derzeit laufenden Koalitionsverhandlungen. Anne und Oliver haben die AG Klima, Energie für den Grüner Seite co-geleitet. Micha Bloss war da für unsere Europadelegation dabei. Ich durfte nur im Haushalt Finanzen verhandeln. Entschuldigen muss ich ganz herzlich Micha Kellner, unseren Bundesgeschäftsführer, der auch entscheidend mitgeholfen hat, dass wir die Sätze zur dezentralen Energiewende im Sondierungspapier verankern konnten. Wir hören heute ganz besonders gut zu. Uns geht es um folgende Frage. Im Sondierungspapier steht, den dezentralen Ausbau der Erneuerbaren wollen wir stärken, alle Hürden und Hemmnisse aus dem Weg räumen, und das sei und brächte ein Konjunkturprogramm für Mittelstand und Handwerk. Und außerdem ein zweiter Punkt, wir wollen dafür sorgen, dass die Kommunen von Windanlagen und größeren Freiflächen Solaranlagen auf ihrem Gebiet angemessen profitieren. Und das ist genau hier auch Thema. Im Europäischen Parlament haben wir mit der Erneuerbaren Richtlinie 2 eigentlich einen förderlichen Rahmen für die Erneuerbaren in der Region und deren gemeinschaftliche Nutzung geschaffen. Leider ist diese Richtlinie bis heute nicht in deutsches Recht umgesetzt, weil bisher die Linie war, eigentlich ist doch in Deutschland schon alles super und wir müssen da gar nichts mehr verbessern. So, wir glauben das nicht. Mir war als Mitglied des Sondierungsteams der Grünen wichtig, dass diese Sätze dort hineingekommen sind, genauso wie die Sätze zur Stärkung der sozialen und solidarischen Ökonomie, die auch nochmal jenseits dessen im Text sind. Und deshalb wollen wir heute lernen, wo drückt eigentlich der Schuh? Was sind die Probleme? Wir sind überrannt worden von Anmeldungen. Wir haben zu dem Zeitpunkt 2.800 Anmeldungen zu diesem Webinar. Ich mache mal einen Witz, das schaffe ich sonst nur mit den Gottesdiensten, die wir online veranstalten. Also in dieser Kirche hier der dezentralen Energien sind wir jetzt hier zusammen vereint. Und wir wollen hier nicht allgemeine Ausführungen, warum Solaranlagen, Windanlagen in der Region wichtig und stark sind, warum Bürgerenergie und die Investitionen von Unternehmen und Privatpersonen in der Region eine gute Sache ist, sondern wir wollen von euch wissen, aus eurer Praxiserfahrung, wo drückt der Schuh? Was können wir gemeinsam besser machen? Und zwar ganz konkret, nicht allgemein, am rechtlichen Rahmen. Wo sind Akteure, die sich diesem Wandel in den Weg stellen und die wir überzeugen können, sich anders aufzustellen? Und das ist die Frage, die wir hier stellen wollen. Und dazu haben wir uns bei den vielen Teilnehmenden ein paar extra Instrumente überlegt. Zum einen haben wir von vielen Akteuren, die ich nach und nach dann auch vorstelle, gebeten, ganz kurze Inputs, um dann hier zu lernen. Und zum zweiten haben wir parallel ein Tool, ein Instrument, wo ihr und sie als Teilnehmende eintippen könnt, wo für euch diese Veränderungen liegen müssen. Und da haben wir zwei Fragen gestellt. Zum einen die Frage, was können wir tun, um den dezentralen Ausbau der Erneuerbaren zu stärken? Welche Hemmnisse sind im Weg? Und da bitten wir euch einzutippen, welche Gesetze, welche Akteure stehen ganz konkret hier im Weg? Was müssen wir tun, damit es hier besser vorangeht? Und die zweite Frage ist, was müssen wir konkret tun, um die Wertschöpfung der Kommunen bei dieser dezentralen Energiewende zu stärken? Denn wir haben doch vielfach, gerade bei den Altanlagen, wo es die neueren Regeln noch nicht gibt, die Erfahrung gemacht, dass Akteure, die einmal Windanlagen aufgestellt haben, dass die, sobald sie in die Gewinnphase kommen, dann eben diese Gewinne mit Verlusten verschmelzen und die Kommunen häufig leider von den versprochenen Gewerbesteuern nicht so viel sehen, aber dafür vielleicht der ein oder die andere unter dem Anblick der Windanlagen sich nicht nur so freuen. Ja,
Dazu eure Fragen. Im Chat findet ihr jetzt die Links zu diesen Umfragen. Auf menti.com sind die zwei verschiedenen Fragen. Gerne bitte beteiligen und da eure Punkte eintragen und die, die ihr besonders wichtig findet, von anderen mit einem Like versehen. Wir werden das alles genau auswerten hinterher, um ein möglichst umfassendes Bild zu bekommen. Ja, und dann ist es so, diese Veranstaltung ist natürlich öffentlich, sie wird auch aufgezeichnet. Wenn ihr also nachher hier Fragen stellt unter F&A oder Kommentare macht, dann schreibt bitte dazu, von wem und wenn ihr für eine Organisation oder ein Unternehmen unterwegs seid, bitte dazu schreiben, damit das transparent ist. Und das lesen wir dann auch natürlich vor, damit man weiß, woher die Fragen und Anmerkungen gekommen sind. Und dann ist es noch so, wir freuen uns besonders, wenn wichtige Dinge hier gesagt werden, die euch inspiriert haben, die ihr spannend fandet. Bitte teilt sie auf den sozialen Medien, damit noch mehr Leute davon mitbekommen. Und gerne postet auch, dass dieses Webinar stattfindet. Hier zum Beispiel könnt ihr auch meinen Tweet, womit ich das nochmal verbreite, verlinken. Aber ihr könnt eigene Sachen machen, damit eben noch mehr Leute zu uns finden. Denn es ist noch immer nicht und niemals kuschelig genug für dieses Thema. So, und jetzt habe ich eine besondere Freude, dass wir nämlich für die Einführung in das Thema, um mal einen Überblick zu bekommen, von der renommierten Stiftung Umweltenergierecht Dr. Markus Kahles gewinnen konnten. Das sind alles Juristen, also Vorsicht. Die haben einen besonders guten Überblick und befassen sich wissenschaftlich mit der ganzen Sache. Und insofern würde ich jetzt gerne Markus Kahles das Wort geben für seine Einführung. Dann kommt ihr als Akteure zu Wort und wir PolitikerInnen werden erst am Schluss dann dazu unseren Senf nochmal geben und unsere Schlussfolgerungen ziehen. Ja, das war es erstmal schon für mich zur Einführung. Ich bin übrigens Sven Giegold, der Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen im Europäischen Parlament. Ja, und jetzt Markus Kahles, bitte, wir sind gespannt. Ja, vielen Dank für die Einführung und auch die Vorstellung. Damit kann ich gleich ins Inhaltliche mich stürzen. Und ich darf jetzt in den nächsten 10 Minuten so ein bisschen den Boden bereiten für die Inputs, die dann kommen und mal quasi den Rechtsrahmen aufspannen. Wo stehen wir und wo könnte es hingehen mit der Bürgerenergie, also Rechtsrahmen und Spielräume, mal als Impuls für die dann nachfolgende Diskussion. Also wo stehen wir, wenn wir uns die Diskussion in Deutschland angucken um die Bürgerenergie, dann war die in der Vergangenheit stark auf Windenergie fokussiert, wie man sagen muss. Das geht von den Sonderregelungen für die Windbürgerenergiegesellschaften in den Ausschreibungen, die ja auch so ein bisschen der Anfangspunkt waren, dass man sich rechtlich überlegt hat, wie können wir die Akteursvielfalt erhalten, obwohl sich die Rahmenbedingungen so stark ändern, bis hin zu den Regelungen zur finanziellen Beteiligung von den Kommunen im EEG 2021 in Paragraph 6. Genauso sehen wir aber Bestrebungen auf Landesebene wie beim Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern, dem Windenergieanlagenabgabengesetz in Brandenburg oder dem Siegelfähre Windenergie Thüringen. Das sind alles Gesetze, die letztlich auf die Windenergie zielen und auf die Bürgerbeteiligung dort, beziehungsweise die Gemeindenbeteiligung. Wir sehen aber jetzt seit neuerem eigentlich auch eine Ausweitung, also dass es von Wind ein bisschen weggeht. Paragraph 6 EEG 2021 bezieht sich jetzt auch auf PV-Freiflächenanlagen nach einer kurzfristigen Gesetzesänderung. Das Mieterstrommodell, man kann davon halten, was man will, aber das zielt auch ein bisschen in die Richtung und dann eher in Richtung Solar. Der Bürgerenergiefonds Schleswig-Holstein fördert allgemein Bürgerenergieprojekte, die einen Beitrag zur Treibhausgasminderung leisten. Zudem gibt es in verschiedenen landesrechtlichen Regelungen auch allgemeine Beratungsangebote. Zum Beispiel die Energieagentur Rheinland-Pfalz berät auch Bürgerenergieprojekte. Dagegen steht das Konzept der EU, die von Anfang an nicht nur den Wind in den Blick genommen hat, sondern mit dem Konzept der erneuerbare Energiengemeinschaften eigentlich das schon von vornherein viel breiter aufstellt und einen deutlich breiteren Ansatz verfolgt. Auf der anderen Seite macht sie aber eigentlich gar keine Vorgaben zur finanziellen Beteiligung von Bürgern oder Kommunen. So viel zum einführenden Status quo. Was sind denn diese grundlegenden Rechte für erneuerbare Energiengemeinschaften, die die EU
vorgibt. Und das ist Artikel 22 der Erneuerbaren Energienrichtlinie, hier RED 2, weil es eben die zweite ist. Erneuerbare Energiengemeinschaften dürfen quasi diskriminierungsfrei alles oder müssen alles tun dürfen, was andere Akteure im Energiemarkt auch tun dürfen. Erneuerbare Energie produzieren, verbrauchen, speichern und verkaufen, den Strom gemeinsam nutzen, das sogenannte Energy Sharing. Sie müssen einen nicht diskriminierenden Zugang zu allen Energiemärkten haben und die Mitgliedstaaten müssen einen unterstützenden Regulierungsrahmen schaffen. Und da geht dann eben auch aus juristischer Hinsicht dann das Hin und Her los. Reicht das schon, was wir haben? Die starke Vermutung ist nein, aber was muss man darüber hinaus tun? Da sind die Mitgliedstaaten relativ frei. Was sie aber auf jeden Fall machen müssen, ist bei den Förderregelungen, die sie für erneuerbare Energien schaffen, müssen sie die Besonderheiten von erneuerbaren Energiengemeinschaften berücksichtigen, sagt die EU, damit diese sich unter gleichen Bedingungen wie andere Marktteilnehmer um die Förderung bewerben können. Das heißt, es muss ein Level Playing Field geschaffen werden, damit die Bürgerenergiegemeinschaften da nicht gegenüber anderen Marktteilnehmern untergehen, sondern mitspielen können. Das heißt aber auch, es gibt nicht die eine Lösung zur Umsetzung der Bürgerenergie aus rechtlicher Sicht, sondern sie ist eigentlich an allen Stellschrauben im deutschen Energierecht an den verschiedensten Stellen immer mitzudenken und quasi abzuchecken, ist das jetzt hier diskriminierend? Müssen wir etwas tun, um das auszugleichen für die erneuerbaren Energiengemeinschaften oder passt das insoweit schon? Das ist so ein bisschen die Hausaufgabe, die uns die EU mitgibt und es wurde einleitend schon gesagt, die Umsetzungsfrist für die Richtlinie ist abgelaufen. Also das hätte Deutschland schon tun müssen. Insofern ist da allerhöchste Eisenbahn, den Rechtsrahmen da abzuklopfen auf das. Daher mal hier ein Blick auf einen möglichen Instrumentenkasten ohne Anspruch auf Vollständigkeit jetzt hier an der Stelle zur Förderung der Bürgerenergie im Stromsektor. Also was könnte man sich alles vorstellen? Man kann das ganz grob unterteilen, so ein bisschen in drei große Blöcke, wenn man vom Förderrecht des EEG ausgeht, also des Erneuerbaren Energiengesetzes, das ja Ausschreibungen vorsieht. Man kann also Bürgerenergiegesellschaften innerhalb von Ausschreibungen fördern, außerhalb von Ausschreibungen oder auch einfach ganz allgemeine Fördermöglichkeiten nutzen. Innerhalb von Ausschreibungen, das haben wir ja in Deutschland gesehen und war nicht so von Erfolg gekrönt in der Umsetzung, wie wir es hatten. Man kann Bürgerenergiegesellschaften andere Teilnahmebedingungen geben oder andere Preisbildungsregeln. Man kann aber auch, wie es zum Beispiel Irland macht, eine Quote oder einen Sondertopf geben, dass eben Bürgerenergiegemeinschaften gar nicht gegen die anderen antreten, sondern dass man halt einen gewissen Teil der ausgeschriebenen Menge an Bürgerenergiegesellschaften vergibt und die quasi nur in Anführungszeichen untereinander konkurrieren. Außerhalb von Ausschreibungen kann man sich auch Verschiedenes überlegen. Man kann zum Beispiel Förderprogramme auflegen, die die Kosten von erneuerbaren Energiengemeinschaften in der Vorentwicklungsphase von Ausschreibungen adressieren, die sie dann vielleicht auch wieder, wenn sie einen Zuschlag bekommen sollten, zurückzahlen müssen. Wenn sie keinen Zuschlag bekommen, ist es quasi ein verlorener Zuschuss gewesen. Also dass man sie quasi im Vorfeld so auf das Level hebt, dass sie mitkonkurrieren können und ihnen auch ein bisschen dieses Vorfinanzierungsrisiko abnimmt, das sie ja von diesen Multiprojektbietern unterscheidet. Man kann aber auch hingehen und sagen, ja, dann befreien wir Bürgerenergiegesellschaften einfach vollständig von der Ausschreibungspflicht im EEG. Da muss man sich dann aber an europarechtliche, vor allem beihilferechtliche Bestimmungen halten. Die kann ich, wenn es die Zeit erlaubt, noch auf der letzten Folie ein bisschen genauer drauf eingehen. Was recht wichtig ist, wenn man den Blick weitet und von der bisherigen deutschen Diskussion ein bisschen weggeht, dann muss man sich überlegen, dass es vor allem auch darum gehen muss, in Zukunft sogenannte Vor-Ort-Konzepte zu ermöglichen, also die Erzeugung, den Verbrauch, das Teilen von Strom und auch den Verkauf von Strom durch EE-Gemeinschaften vor Ort, dass man das nicht erschwert, wie das momentan in dem gewachsenen Rechtsgeflecht eben der Fall ist, dass man halt schneller als man schauen kann zum Stromversorger wird mit allen Rechten und Pflichten, wenn man nur seinem Nachbarn letzten Endes ein bisschen was von seinem Solarstrom abgeben will, dass man gemeinsame Eigenversorgung betreiben kann, auch in Mehrfamilienhäusern, ohne dass es dieses Mieterstromkonzept braucht.
solchen Abbau von Hürden, das ist eigentlich das große Brett, was man bohren muss, am besten gleich in der nächsten Legislaturperiode. Und man kann sich natürlich auch noch vorstellen, Förderprogramme aufzulegen, wie es sich schon auf landesrechtlicher Ebene gibt, zu inhaltlicher Beratung und oder finanzieller Unterstützung durch eben öffentliche oder private Stellen bei der Gründung von Bürgerenergiegemeinschaften, bei der Organisation etc. Das ist so ein bisschen der Instrumentenkasten, aus dem man sich bedienen könnte, wo man was auch kombinieren kann, den ich hier mal so grob vorstellen wollte. Dabei stellen sich immer vor allem zwei Fragen. Wer wird gefördert? Also wie definiere ich denn, wen ich denn da herausheben will aus der Masse und den fördern will? Und dann die nachgelagerte Frage, was wird gefördert? Für beides gibt eigentlich das EU-Recht mittlerweile das Grundgerüst vor. Es gibt eine Definition für erneuerbare Energiengemeinschaften aus rechtlicher Sicht in der Erneuerbaren Energienrichtlinie. Und die hat verschiedene Kriterien, die offene und freiwillige Beteiligung, die Unabhängigkeit und die wirksame Kontrolle durch die Anteilseigner, natürliche Personen, lokale Behörden, Gemeinden oder eben kleine, mittlere Unternehmen, die in der Nähe der Projekte angesiedelt sein sollen und mit dem Ziel, also mit dem Gesellschaftszweck der ökologischen, wirtschaftlichen oder sozialgemeinschaftlichen Vorteile oder der Gebiete vor Ort zu erzielen. Und gerade diese Zweckstellung unterscheidet ja die Definition im Europarecht von der Definition der Bürgerenergiegemeinschaften, wie wir sie im EEG bisher hatten. Da hatten wir diese Zweckstellung eigentlich nicht. Das hat es auch ein bisschen erleichtert, quasi diese Definition zu kapern und sich als so ein bisschen als Bürgerenergiegesellschaft auszugeben, obwohl man es dann vielleicht doch nicht war. Und dieses Grundgerüst kann man jetzt nutzen und bei der Umsetzung, je nach Förderzweck, kann man das quasi ergänzen oder konkretisieren. Die Stellschrauben sind dann halt die Personenzahl, die ich da reinschreibe, den Umkreis zur Ansiedlung und die Dauer der Ansiedlung in der Nähe des Projekts, die Projektgröße, an der kann ich schrauben, und am Gesellschaftszweck, den kann ich auch noch deutlich konkreter fassen, um hier möglichst eine passgenaue Definition hinzubekommen. Und dann schauen wir noch kurz uns an, was gefördert werden kann. Da gibt die EU den Beihilferahmen vor und wir gehen jetzt nicht diese ganze schöne Tabelle durch, aber ich möchte auf die zwei farbigen Punkte hinweisen. Es gibt zum einen die allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung, die hat den Vorteil, dass sie Beihilfen regelt, die man nicht bei der EU-Kommission, also die man nur anmelden muss, die aber quasi im Vorfeld schon genehmigt sind. Also wo man nur sagt, das ist eine Beihilfe, die hält sich im Rahmen der AGVO und dann gibt es kein langes Beihilfeverfahren mehr. Und dort ist jetzt erstmals im Beihilferahmen im neuen AGVO-Entwurf, der dann wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann in Kraft treten soll, vorgesehen, eine eigene Regelung für erneuerbare Energiengemeinschaften. Sowas gab es vorher im Beihilferecht nicht. Das Beihilferecht kannte erneuerbare Energiengemeinschaften nicht, jetzt schon. Man kann da Betriebsbeihilfen bis zu 20 Millionen Euro pro Unternehmen und Vorhaben geben, so will es die Kommission. Und die sind dann von der Anmeldepflicht freigestellt, wenn die installierte Kapazität weniger als 1 Megawatt beträgt und die Einheit unter die Definition der erneuerbaren Energiengemeinschaft der RED 2 fällt. Da sieht man schon, dass diese Definition, die EU vorgegeben hat, langsam so ein bisschen Rechtsfolgencharakter auch bekommt, weil eben andere Regelungen daran anknüpfen. Jetzt kann man sagen, gut, 20 Millionen Euro, das klingt ja erstmal ganz schön viel. Das wird natürlich ziemlich konterkariert dadurch, dass halt die Kapazität, die installierte, weniger als 1 Megawatt ist. Also da muss man erstmal ganz schön viel Strom produzieren, bis man 20 Millionen Euro an Fördergeldern hat. Ich glaube, vielleicht geht wahrscheinlich gar nicht, aber das ist jetzt hier mal so das Erste, was die EU-Kommission in die Richtung getan hat. Auf der anderen Seite, und deswegen ist es rot eingefärbt, haben wir die Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien, die jetzt bald Klima-, Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien heißen, ab dem 01.01.2022. Und dort sind jetzt die Schwellenwerte, die wir bisher drin hatten, für Ausnahmemöglichkeiten von den Ausschreibungen entfallen. Das waren vorher 1 Megawatt oder 6 Megawatt beziehungsweise 6 Erzeugungseinheiten im Fall von Windenergieanlagen. Die konnte man dort ausnehmen von der Ausschreibungspflicht, Beihilfekonform. Das ist jetzt da nicht mehr drin. Dafür haben wir diese Regelung in der AGVO jetzt, die wir wahrscheinlich bekommen werden. Das stellt jetzt die Juristen vor die spannende Frage, wie ist das ab 2022? Können wir für die Bürgerenergie über einem Megawatt trotzdem noch Ausnahmen von den Ausschreibungen vorsehen oder nicht? Und wenn ja, und wir glauben ja, aber wenn ja, bis zu welcher Schwelle denn eigentlich?
Da schweigt die EU-Kommission dazu, das muss man dann letzten Endes ab 2022 wahrscheinlich mit der EU-Kommission klären. So viel noch zu der wichtigen Frage, was kann denn gefördert werden? Damit kommen wir schon zum Ende. Fazit, die Diskussion in Deutschland war in der Vergangenheit stark auf Windbürgerenergie fokussiert. Der Lösungsraum ist aber deutlich breiter. Ich hoffe, ich konnte das darstellen. Das zeigt auch das EU-Recht. Die Knackpunkte sind eben eine passgenaue Definition, je nach Förderzweck zu finden. Also wirklich zu sagen, wen will ich, warum da eigentlich genau fördern und diese Förderung dann letztlich in die beihilferechtlichen Vorgaben einzufügen, damit da auch die EU-Kommission ihr Okay dazu gibt. Und damit möchte ich mich schon mal bedanken für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die weiteren Beiträge und die Diskussion. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Markus Kahles. Das war sozusagen die große europäische rechtliche Sicht. Und jetzt wechseln wir den Blick und gucken eher aus dem Blickfeld derjenigen, die in dem Bereich unternehmerisch in verschiedenster Weise aktiv sind. Und wir beginnen mit dem Bündnis Bürgerenergie, die ja, wo seid ihr denn? Bitte wieder, aha, Viola Thesfeld und sie hat noch mitgebracht Malte Zier. Und ich will erst mal sagen, grundsätzlich gucken wir zuerst mal auf die Bürgerenergie. Wir gucken aber sehr wohl auf den gesamten dezentralen Ausbau. Also auch, wenn eine Familie, ein Unternehmen oder ein Verein ausbaut, ist das hier auch im Interesse. Nur damit wir nicht Missverständnis bekommen. Und ich beginne mal mit euch. Wo drückt der Schuh aus Sicht der Bürgerenergie in Deutschland? Ja, vielen Dank. Dann teile ich auch mal meinen Bildschirm. So, dann guten Abend in die Runde. Mein Name ist Viola Thesfeld. Ich bin Referentin für Energiepolitik und Wirtschaft beim Bündnis Bürgerenergie und habe heute die Ehre, zusammen mit Malte Zier vom Vorstand unseren frisch geschriebenen 3-Punkte-Plan für die Bürgerenergie vorzustellen. Das ist für uns der schnellst umsetzbare und günstigste Weg zu 100% erneuerbare Energie. Für uns gibt es zum einen den ersten Punkt, dass wir kleine Akteure unbedingt befähigen müssen, am Markt teilzuhaben. Das heißt ganz konkret, dass sie, wie auch gerade schon dargestellt, von den Ausschreibungen ausgenommen werden müssen. Denn Bürgerenergieakteure können im Vergleich zu den großen professionellen Projektierern eben nicht mit verschiedenen Projekten in die Ausschreibung gehen und damit das Risiko streuen. Ein wichtiges Mittel könnte ein Bürgerenergiefonds sein, nach dem Vorbild von Schleswig-Holstein, um neue innovative Geschäftsmodelle zu fördern. Wir denken da zum Beispiel an erneuerbare Wärme, an E-Car-Sharing oder auch an das gleich noch präsentierte Energy-Sharing. Ganz wichtig ist eine sichere Einspeisevergütung auf einem attraktiven Niveau, also ohne diesen Mechanismus des atmenden Deckels, wie er zurzeit im Gesetz verankert ist. Denn hier geht es vor allen Dingen um die kleineren und die mittleren Solaranlagen, die gerade einer großen Gefahr ausgesetzt sind, dass sie am Markt eben nicht teilhaben können. Es geht für uns um die Wiederbelebung des Solarsegments unter 750 Kilowatt. Und hier sehe ich noch einmal die entsprechenden betroffenen Rechtsnormen unten in dem Kasten. Wir sehen gerade die auch gerade schon angesprochenen Entwürfe zu den Energie- und Umweltbeihilfeleitlinien als eine große Gefahr, die eine Absenkung der Ausschreibungsgrenzen mit sich bringen würde und damit gerade diese kleineren und mittleren Anlagen bedroht. Unser Punkt 2, gemeinsame Eigenversorgung nach EU-Recht ermöglichen. Auch das gerade angesprochen, es geht um Artikel 21 der Erneuerbaren Energienrichtlinie. Dieser hätte bis zum 30.06. in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Und der besondere Hebel an diesem Artikel, dass die gemeinsame Eigenversorgung mit der individuellen dann gleichgesetzt werden würde. Und das ist eben zurzeit noch nicht der Fall. Dem steht insbesondere das Kriterium der Personenidentität im Weg. Das bedeutet die Personenidentität zwischen Anlagenbetreiber und Letztverbraucher. Das führt in der Praxis dazu, dass gerade die Menschen in den Städten, die in Mehrparteienhäusern wohnen und den Strom von einer PV-Anlage auf ihrem gemeinsamen Mehrparteienhaus nutzen wollen, das nur für gemeinsame Verbräuche machen können. Das heißt zum Beispiel der Strom eben für das Licht im Flur oder für den Fahrstuhl,
aber nicht für die individuellen Verbräuche in den einzelnen Wohnungen. Hier gibt es also erheblichen Nachbesserungsbedarf. Zudem ist die gemeinsame Eigenversorgung mit der EEG-Umlage belastet. Zwar wird diese jetzt abgesenkt und macht damit einige Modelle wieder wirtschaftlich attraktiv. Dennoch gibt es eine große Zahl an Lieferanten und Meldepflichten. Wir sehen also das besondere Potenzial in Artikel 21 Absatz 4 der Gleichbehandlung von der individuellen und der gemeinsamen Eigenversorgung. Und damit man sieht, dass es diese Gleichbehandlung noch nicht gibt, hier diese erschlagende Liste, die ich nicht durchgehen werde, von vorbereitenden und regelmäßigen Meldepflichten, die eben Eigenversorger nicht betrifft, aber diese gemeinsamen Eigenversorger. Und wie viele weitere Akteure da betroffen sind, sieht man in der rechten Spalte. Also eine Vielzahl von Adressaten. Diese Pflichten gilt es unbedingt zu streichen. Und es sei vorsorglich darauf hingewiesen, dass Mieterstrom auch keine Lösung ist. Denn dieses ebenfalls administrative, überladene Modell wird nur von den wenigsten Vermietern in der Realität genutzt. Das würde sich dann sowieso erübrigen, wenn wir die gemeinsame Eigenversorgung endlich in nationales Recht umsetzen würden. Und nun gebe ich weiter an Malte für Punkt 3. Ja, vielen Dank, Viola, und auch von mir ein herzliches Hallo. Ich möchte den Punkt Energy Sharing noch nennen, den wir als dritten Punkt hier haben. Und zwar, ja, wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv beschleunigen. Dafür braucht es aber eben neben Verbesserungen bei den bisherigen Ausbauinstrumenten, wie Viola sie schon genannt hat, auch ganz neue Ausbaumodelle. Und für das Bündnis Bürgerenergie ist Energy Sharing die wichtigste notwendige Innovation für die Energiewirtschaft in der kommenden Legislatur, insbesondere für die Bürgerenergie. Viele Menschen können vom Solarstrom auf ihrem eigenen Dach profitieren heute, insbesondere wenn sie individuelle Eigenversorger sind. Aber wenn sich Menschen beispielsweise in Bürgerenergiegemeinschaften via Energiegenossenschaften zusammentun und Solar- und Windparks betreiben, dann können sie den gemeinsam erzeugten Strom nicht gemeinsam nutzen. Wir finden das absurd und fordern, dass sich Bürgerinnen in erneuerbare Energiengemeinschaften organisieren, eigene Anlagen betreiben und aus diesen vergünstigten Ökostrom über das regionale Verteilnetz beziehen dürfen. Damit wird das EU-Recht endlich umgesetzt, damit wird der Ausbau der Erneuerbaren beschleunigt, die Identifikation und Akzeptanz von Anlagen vor Ort wird ermöglicht und ein Anreiz auch von Flexibilitäten vor Ort gesetzt. So kann die dezentrale Energiewende vorangebracht werden und das hielten wir tatsächlich für einen enormen Push für den Ausbau der dezentralen Energiewende. Und ja, wie das Modell genau funktioniert, da wird auch Ariane August von Green Planet Energy später noch was dazu sagen. Wir haben das Modell gemeinsam entwickelt im Bündnis Bürgerenergie, auch mit vielen weiteren Akteuren und denken, dass das wirklich ein ganz elementares Modell ist. Ja, soweit von mir. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das war wirklich vorbildlich kurz und klar und präzise. Wirklich vielen Dank. Erstmal nochmal den Hinweis, auch gerade an alle neu dazugekommenen. Das ist super wertvoll und viele von euch haben auch schon unter menti.com eure Hemmnisse eingestellt. Und ich bitte euch, das weiter fleißig zu machen und auch dort durchzulesen, was andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier da schon abgeliefert haben. Es ist sehr spannend, sich das anzuschauen. Gerne auch da möglichst präzise, wo drückt der Schuh, was sind die Probleme, welche Akteure, welche Rechtsnormen stören bei euch. Aber jetzt weiter an Susanne Jung vom Solarenergieförderverein. Man darf vielleicht sagen, eine der aufsässigsten und ältesten Unterstützer der dezentralen Energiewende. Ich kenne euch schon ewig aus dem schönen Aachen. Kleiner Witz für Olli Krischer in der Nähe von Düren. Liebe Susanne Jung, wie sieht es aus eurer Sicht aus? Ja, lieber Sven, ich teile jetzt den Bildschirm. Moment. Ich hoffe, es gelingt mir genauso gut wie in der Probe. Und man hört mich gut. Ich habe ihn geteilt und würde jetzt... hoffentlich funktioniert alles gut. Ja, ich hoffe, man sieht mich gut. Oder besser gesagt, den Bildschirm. Ich bin nicht so... Sehr hübsch. Sehr hübsch. Okay, ja, dann erstmal hallo zusammen an all die gekommen sind und herzlichen Dank an die tolle Organisation.
Wir, der Solarenergie Förderverein Deutschland, sind tatsächlich schon seit über 30 Jahren aktiv in der Branche und Kummerkasten für ganz viele Bürgerenergieprobleme. Deshalb ist es eine große Freude, hier auch da zu sein. Und wir haben überlegt, welches der Probleme, der mehr als 3-4 Dutzend Probleme, die wir regelmäßig auf den Tisch bekommen, wir hier wo ansprechen sollten. Und wir haben nur 5 Minuten. Also haben wir uns dann intern abgesprochen und auf die wichtigsten 5 Punkte beschränkt. Das eines der wesentlichen Hemmnisse derzeit ist die mangelnde Wirtschaftlichkeit beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Und deshalb unser Appell an euch, liebe Grüne, hebt unbedingt die Vergütung für Strom aus erneuerbaren Energien wieder an, denn diese müssen sich rechnen, sonst investieren die Bürger nicht. Denn die Wirtschaftlichkeit ist absolut der Treiber der Investitionen der Bürgerenergie. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, auch ihr lieben Zuhörer, das hat eine jüngste Studie des Öko-Instituts im Auftrag des Umweltbundesamtes belegt, dass spätestens Mitte nächsten Jahres selbst Anlagen mit Eigenverbrauch nicht mehr sicher wirtschaftlich betrieben werden können. Und das sind Warnsignale, die tatsächlich ernst genommen werden müssen und auch auf Änderungen drängen. Wir haben schon so lange vor dieser Problematik gewarnt und auch vor allen Dingen auch bei Anlagen, bei Ü20-Anlagen, die jetzt sukzessive vom Netz gehen bis Ende 2025, sind das immerhin 5 Gigawatt PV-Leistung und das ist ganz gravierend und wirklich ein Rückschritt bei der Energiewende. Und auch hier braucht es feste Einspeisevergütung. Wir haben ausgerechnet von mindestens 6 Cent pro Kilowattstunde, sodass zumindest die Betriebskosten der Betreiber der Anlagen gedeckt werden. Ein weiterer Punkt sind Ausbaupfade, die in den letzten Jahren uns viel Ärger bereitet haben. Allen voran die Idee des atmenden Deckels und deren Umsetzung. Zu viel Ausbau kann es derzeit überhaupt gar nicht mehr geben im Sinne der schnellstmöglichen Energiewende. Und wenn, sollte zu wenig gebaut werden, kann man die Vergütung einfach anheben. Das ist so ein sogenannter Hebemechanismus, den man einrichten könnte. Deshalb unser Appell auch an die Verhandler, hebt den Atmendeckel auf und macht den Photovoltaik und anderen erneuerbaren Energien freie Fahrt. Die Bürger müssen die Sicherheit jetzt bekommen, dass sie geplante Anlagen nach Monatswechsel auch noch wirtschaftlich betreiben können und nicht immer schauen müssen, wie sich die Vergütung neu beschreibt. Ebenfalls ist die Kontingentierung über verpflichtende Ausschreibungen aus unserer Sicht dringend zu beenden, nicht nur für Bürgerenergie, sondern auch für andere Ausschreibungsverfahren, die sehr bürokratisch und sehr einschränkend den Ausbau behindern. Nach unserer Berechnung, wenn man eine Energiewende bis spätestens 2030 schaffen wollte, und das ist unsere Zielsetzung, sollte die PV-Leistung, ihr seht es alle, mindestens verzehnfacht werden. Die Frage der Teilhabe der BürgerInnen an der Energiewende wurde hier schon hinreichend deutlich dargelegt vom Bündnis Bürgerenergie und von dem Markus Kahles. In Deutschland gibt es über 6,5 Millionen Mehrfamilienhäuser und ca. 50% aller Menschen wohnen zur Miete. Und wir denken, dass auch diese beteiligt werden sollten und die gleichen Rechte bekommen wie Eigenversorger und Besitzer von privaten Eigenfamilienhäusern. Deshalb haben wir mit großem Engagement diese EU-Beschwerde mit unterstützt, die das Bündnis Bürgerenergie im Sommer eingereicht hat, um die EU aufzufordern, die Richtlinie erneuerbare Energien umzusetzen und Eigenerzeuger mit Energiegemeinschaften im Hinblick auf die EEG-Umlage gleichzusetzen. Aber auch Investitionen für Wohnungseigentümergemeinschaften und auf Eigentümergemeinschaften und auf Mietobjekten sollten vereinfacht und von Bürokratie befreit werden. So gab es diese 500 MW Mieterstromförderung jedes Jahr, die nur marginal genutzt worden und deshalb denken wir, dass sie generell abgeschafft werden könnte und stattdessen halt eine wirklich hinreichend hohe Vergütung auch für Einspeisevergütung festgelegt werden sollte, um alle Bürokratie zu lösen und diese Mieterstromprojekte nicht über zusätzliche Anträge und Zuschlagsverfahren wirtschaftlich zu machen. Ein wichtiger anderer Punkt ist für uns das Ordnungsrecht, die Ordnungspolitik, die solare Baupflicht. Das wird euch wundern, weil das natürlich man meint, dass die Bürger mit solchen Pflichten gar nicht gut zurechtkommen. Wir sehen aber in Baden-Württemberg, dass diese solare Baupflicht, die nicht nur für den gewerblichen Bereich, sondern auch für den privaten Bereich festgeschrieben wurde, letztendlich nächstes Jahr auch umfänglich gelten soll, auf große Resonanz stößt und positive Impulse bewirkt. Außerdem sehen wir aus den Erfahrungen aus dem Ahrtal, dass Sanierung für den Wiederaufbau
durch erneuerbare Energien auf den Weg gebracht werden sollten. Und das passiert dort gerade ganz und gar nicht. Da werden fossile Energien wieder in Heizung gesteckt. Und da wäre tatsächlich eine Baupflicht und eine Nutzungspflicht für erneuerbare Energien sehr, sehr hilfreich. Es gibt außerdem noch ein sehr positives Beispiel aus der Stadt Denzlingen bei Freiburg. Da ist die Kommune ganz aktiv unterwegs und setzt sich ins Benehmen, Dächer zu pachten auf Mehrfamilienhäusern, um hier nochmal die Teilhabe und auch die Möglichkeiten zu zeigen. Das finden wir total super, nämlich diese Aktion ist absolut akzeptanzfördernd und danach, nachdem dieses Projekt gezeigt wurde, haben sich mehrere Dutzend Interessenten gemeldet. Nur 3 Projekte konnten dort gestartet werden. Es gibt also auch ganz tolles Potenzial über solche kommunalen Engagements. Und ich denke, das sollte auch gefördert und auch durch Pflichten unterstützt werden. Ebenso der Aufbau von PV-Lärmschutz und Windenergie im Außenbereich, der proaktiv von den Kommunen, den Ländern und dem Bund nach vorne gebracht werden sollte. Wir denken, dass die Konzentrationsflächenplanung bei Windenergie starke Grenzen zeigt und auch hier Änderungen notwendig wären. Als letzten 5. Punkt haben wir das Thema Netzanschluss und Speicher aufgeschrieben. Und zwar sehen wir immer weiter, dass leistungsstarke dezentrale Netze und Speicher fehlen, um den dezentralen Ausbau der Bürgerenergien voranzubringen. Nach über 20 Jahren wird das Netz noch immer nicht vorausschauend geplant und es wird auch nicht investiert. Anlagenbetreiber warten noch viel zu lange auf einen Netzanschluss, denn du hast es gerade auch berichtet über deine Probleme. Strom wird noch immer abgeregelt. Das ist unfassbar in Zeiten, wo die Klimakrise tobt und Braunkohlekraftwerke noch am Netz verbleiben können. Ebenso gibt es Unzumutbarkeitsregeln beim Anschluss kleinerer Anlagen, die verhindern, dass überhaupt der Netzanschluss bis zum Anschlusspunkt durchgeführt wird. Wir denken, dass diese schmalen Netz- und Speicherausbauinvestitionen tendenziell immer mehr zu einem Ausbaustopp führen sollten und das unbedingt geändert werden soll. Aus Gründen der Nachhaltigkeit muss man schauen, dass man Quartierspeicher in die Kommunen und bekommt und in die Netze und das in diese gesamten Planungen mit einbezieht. Ich denke, wir denken, dass das auch eine besondere Förderung hier gut tun würde. Schlussendlich haben wir auch ein Projekt gestartet, das sogenannte SFV Smart Projekt, wo wir saisonale Speicher ins System bringen möchten. Wir haben diesen Vorschlag veröffentlicht und haben sogar ein Rechtsgutachten dazu erstellt, was man auf unserer Homepage sehen kann. Ich habe hier überall auf diesen Folien einen QR-Code. Wenn man da drauf klickt, kann man tatsächlich auch zu diesen Gutachten kommen. Ja, unsere 5 Punkte sind Wirtschaftlichkeit verbessern, keine Ausbaudeckelung mehr, die Teilhabe erhöhen, solare Baupflichten einführen und den Netzanschluss und Speicher vereinfachen, den Ausbau, den Netzanschluss erneuerbarer Energienanlagen und die Speicher ausbauen. Wir sind Teil des runden Tisches erneuerbare Energien der Solarenergieförderverein und wir haben das große Ziel 100% erneuerbare Energien bis 2030. Dem hinter uns stehen eine ganze Reihe an Klimaschutzorganisationen in Deutschland und wir denken, dass das tatsächlich der einzige Weg ist, um die Maßnahmen zum Paris-Abkommen umzusetzen, die Pflichten, die uns durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil auferlegt wurden. Und deshalb sind unsere Ideen auch sehr radikal und sehr umfassend. Und deshalb hoffen wir, dass die Grünen das auch aufnehmen und den Weg in diese Richtung lenken. Wir sind da sehr gern mit allen im Gespräch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch hier für die Präzision, Susanne. Gerne freuen wir uns über Übersendung der anderen 30 Punkte, die regelmäßig bei euch aufschlagen. Ich gebe direkt das Wort weiter an Peter Dröge. Er ist Präsident von Eurosolar und die Europäische Vereinigung für erneuerbare Energien. Dein Video bitte wieder anschalten. Er war uns aus Liechtenstein zugeschaltet. Ich weiß nicht genau, vielleicht warten wir kurz, ob er gleich wieder auftaucht. Aber so lange. Dann eben als nächstes, entsprechend unserer Reihenfolge, Annina Scheer. Sie ist auch Mitglied des Bundestages für die SPD und auch Vorsitzende der Hermann-Scheer-Stiftung und war auch lange bei Eurosolar und wir kennen uns lange, auch aus deiner Sicht. Bitte, auch eine Pionierin dieser ganzen Diskussion.
um die dezentralen Ausbau der Erneuerbaren. Wie siehst du die Lage? Welche Hemmnisse müssen wir gemeinsam aus dem Weg räumen? Ja, es ist wirklich schon sehr vieles, wie ich finde, richtigerweise dargelegt worden und also die richtigen und schlagkräftigen Punkte. Und ich sehe tatsächlich auch als die größte Hürde, dass wir in der politischen Diskussion leider viel zu stark immer nur bei den ferner liegenden Zielen verhaften. Die brauchen natürlich unbedingt auch als Orientierungspunkte, aber die helfen ja alle nichts, wenn wir nicht im Hier und Jetzt das regeln, was die Zielerreichung ermöglicht und oder eben auch konterkariert bei Nichthandeln. Und man darf sich da nichts vormachen über die letzten Jahre, auch wenn wir teilweise das über die letzten 2 Jahre, sage ich mal, wieder ein bisschen aufbrechen konnten. Aber über das Zeitfenster der letzten 10 Jahre sind in Deutschland auch ziemlich viele regulatorische Hemmnisse direkt, also sind ja dazugekommen. Es ist nicht so, dass man irgendwo beginnen muss, Klimaschutz zu machen, sondern man muss beginnen, das, was in den letzten 10 Jahren an Hemmnissen, an Verlangsamungsinstrumenten geschaffen wurde, das wieder zu beseitigen. Und das ist insofern so wichtig, weil manche ja meinen, man könne es nicht erreichen, man könne auch eine Beschleunigung nicht erreichen, weil erstmal was entwickelt werden müsste. Nein, die Entwicklung ist eigentlich längst die ganze Zeit da. Es ist nur einfach, sagen wir mal, ein Stopfen draufgesetzt worden. Und weil es eben eine politische Maßgabe gab, die da lautete, es muss planbar sein, es muss alles verlässlich sein, es muss irgendwo, und wir wissen ja im Nachhinein, nicht nur im Nachhinein, aber dass eben vieles auch mit Blick auf die Interessen der fossilen Energiewirtschaft so entstanden ist, wie es entstanden ist, dass eben tatsächlich Verlangsamungsinstrumente geschaffen wurden. Und mit Blick nach vorne, glaube ich, müssen wir da jetzt auch aufpassen, dass diese, ich sage jetzt mal ein bisschen platt, diese lobbyistischen Angriffe auf die Energiewende, dass die natürlich nicht einfach verschwunden sind, sondern die sind natürlich die ganze Zeit, finde ich, im Hintergrund und suchen sich immer wieder neue Wege, Verlangsamungstechniken unterzubringen. Deswegen müssen wir, glaube ich, auch bei der Auflösung dieser Hemmnisse, die da jetzt auch schon genannt werden, es geht um die puren Mengen der Erneuerbaren. Es geht natürlich darum, dass man die Ausschreibung, ich will jetzt nicht alles wiederholen, das ist alles genannt worden, aber nur angerissen, damit klar ist, wovon auch ich rede, dass die Ausschreibungsverpflichtungen aufgehoben werden, dass die Genehmigungshemmnisse beseitigt werden, dass einfach der Beschleunigungsfaktor sich überall hinüberlegt und natürlich auch mit Blick auf Bürgerenergieprojekte hinsichtlich der schon genannten Komponenten. Aber wenn man das eben macht, dann darf man auf keinen Fall weitere Hemmnisse schaffen. Und wir müssen höllisch aufpassen, dass zum Beispiel bei diesem Flächenziel 2% Fläche, das ist aus jetziger Sicht betrachtet, natürlich ein dickes Plus mehr. Und es wird schwer genug, mit den vielfachen Hemmnissen, die schon genannt sind, überhaupt diese Flächen jetzt mal beim Windenergieausbau zu erreichen. Aber es ist auch wiederum eine Menge, eine fixe Menge. Und ich glaube, wir müssen uns noch ehrlicher machen, all das, was irgendwo limitierend wirkt, was irgendwie kontingentierend wirkt, wird letztendlich auch in Deckeln wiederzufinden sein, in Ausbaumengen, auf die man dann mehrere Kompromisse zu legen hat, durch die verschiedensten Runden, die dann wieder zu gehen sind. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, bei diesen Forderungen, so wie auch gerade schon dargelegt von Susanne Jung und auch schon von Viola Thesfeld, dass man wirklich ganz streng die Blockaden auflöst, und dann wird die Entwicklung nach Adam Riese uns überholen. Ja? Wenn die Hemmnisse beseitigt sind, dann braucht man gar nicht mehr Mengenziele, dann werden die Mengen wahrscheinlich überholt, werden wir uns selbst überholen. Aber so klar müssen eben auch die Hemmnisse beseitigt werden. Ich wollte das nur einmal kurz mit den 2% gesagt haben, weil das wird im politischen Kontext sehr häufig als das Nonplusultra gepriesen. Wenn wir doch bloß diese 2% Fläche hätten, erfahrungsgemäß gibt es dann immer noch mal einen Kompromiss von Kompromiss von Kompromiss. Es gibt da Ausnahmen und da Ausnahmen, und zack, hat man schon wieder eine Kontingentierung mehr und hat sich wieder im Kreis gedreht. Also
ohne Kontingentierung, ohne Limitierung, weg von diesen Mengenbegrenzungsinstrumenten. Aber wir haben noch einen großen weiteren Bereich, der mir arge Bauchschmerzen macht, und der ist heute noch nicht genannt worden. Und der macht mir deswegen auch Bauchschmerzen, weil wir da mit eigentlich mit DNA verbundenen im politischen Prozess mit einigen aus Umweltverbandsseite in einem Konflikt haben. Und da geht es um den Artenschutz. Wenn man schaut, was hemmt gerade den Ausbau der erneuerbaren Energien, dann sind es die genannten Dinge auf jeden Fall, ohne Abstriche. Aber es gibt auch noch zusätzlich ein Konfliktfeld, jedenfalls im Bereich der Windenergie, wenn es um die Konstellation geht, wie verhalten sich diese Beschleunigungs- und Ermöglichungsfaktoren im Verhältnis, wie verhalten sie sich zum Artenschutz. Und ich habe es bisher so beobachtet, auch als Abgeordnete, dass es äußerst schwer ist, da eine Erweiterung oder eine Erleichterung hinzubekommen. Und das ist sowohl im nationalen Recht eine Herausforderung, da haben wir noch viel Luft nach oben, aber es ist auch im europäischen Kontext etwas, was diskutiert werden muss, wie sich das miteinander verhält. Und das ist zwar nur ein kleines Vokabular, aber das hat nach meiner Beobachtung leider eine heftige Sprengkraft, und es ist auch wirklich ein deftiges Hemmnis. Und dann in der behördlichen Struktur, ich glaube, da ist auch noch bei uns jedenfalls aus deutscher Perspektive heraus betrachtet ein großer Handlungsbedarf, dass eben auch bei diesen, natürlich muss vieles abgebaut werden von den hemmenden Strukturen, aber es wird ja immer noch eine Genehmigungspraxis geben, die da aber auch wirklich mit einer Linie arbeiten muss. Und diese eine Linie muss auch gekannt sein, muss umgesetzt sein, muss angewandt sein. Also das höre ich zumindest von denjenigen, die sich da im Detail täglich mit auseinandersetzen, dass man da eben auch eine Bündelungsfunktion braucht und dass man in den behördlichen Strukturen damit auch Vereinfachung und Beschleunigung schaffen kann. Und auch da muss unbedingt mit den Ländervertretern auch etwas erreicht werden. Vielen Dank. Das waren nochmal einige wesentliche neue Aspekte und die uns auch jetzt gerade in den Gesprächen auch beschäftigt haben. Stichwort Planungsbeschleunigung, Stichwort europäisches und nationales Naturschutzrecht. Aber dazu wird dann sicher Olli Krischer auch noch was sagen. Da will ich mich nicht blamieren. Deshalb gebe ich lieber das Wort weiter an Simone Peter vom Bundesverband Erneuerbare Energien, und wir kennen uns natürlich so gut aus deiner Zeit als Vorsitzende unserer lieben Partei und jetzt hier für die, ich vermute, größte Lobby für die Unternehmen der Erneuerbaren. Wenn ich was Falsches gesagt habe, korrigier mich bitte. Du hast das Wort, Simone. Schön, dass ich dir mal das Wort erteilen darf. Ja, schön. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. In der Tat, ich nenne mich ja gerne Klimaschutzlobbyistin, aber ich grenze das auch gerne ein, die Lobby, die mit den erneuerbaren Energien die Grundlage und den Schlüssel für den Klimaschutz liefert, mit der ich ja schon auch seit 20 Jahren immer eng verbunden bin, seit ich mit Eurosolar oder von Eurosolar und Hermann Scheer meine Liebe für die erneuerbaren Energien entdeckt habe. Und jetzt möchte ich euch gerne präsentieren, was wir, an welche Forderungen wir stellen. Wir haben unsere Forderungen natürlich an Politik, Presse und Gesellschaft adressiert. Und ich muss sagen, von dem, was wir aufgeschrieben haben, trifft sehr, sehr viel direkt auf die dezentrale bürgernahe Energieversorgung zu, weil wir eben wissen, da liegt der Schlüssel für die Akzeptanz. Deswegen gehe ich durch ein paar Punkte durch, habe aber das konzentriert gleich auf das Wesentliche. Wir haben natürlich zentrale Handlungsfelder für die nächste Legislatur aufgeschrieben. Das ist sehr allgemein. Sven hat ja darum gebeten, sich da auch zu fokussieren. Wobei natürlich klar ist, ohne dass man die erneuerbaren Energien quasi entfesselt entlang der Klimaziele, Flächengenehmigungen erteilt, die den fossilen Energien einen Preis gibt durch die CO2-Bepreisung,
Investitionsbarrieren abbaut bzw. fördert und fordert und auch ein neues Strommarktdesign aufbaut, werden auch die Bürgerenergien nicht vorankommen. Das sind sozusagen die zentralen Prämissen. Und eine Prämisse möchte ich auch noch vorwegnehmen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat es zum Ausgang seines Amtes gesagt, wir müssen davon ausgehen, dass der Bruttostrombedarf steigt aufgrund der Sektorkopplung mit Wärmepumpen, Elektromobilität, grünem Wasserstoff, anderen Sektorenkopplungstechnologien. Diese Prämisse muss man einfach dringend voraussetzen, um die richtigen Schlüsse in den Gesetzesvorhaben zu ziehen. Auch um deutlich zu machen, das ist ein öffentliches Interesse, diesen Stromausbau klimafreundlich zu begleiten. Und da muss es Anpassungen in den verschiedenen Gesetzeswerken, natürlich in erster Linie Erneuerbares Energiengesetz, aber auch weit darüber hinaus geben und Windkraft und Photovoltaik massiv ausgebaut werden. Ich habe einfach mal in Rot markiert, damit ihr nicht alles mitlesen müsst, was wir als relevant empfinden. Neben dem Ausbau, der Erhöhung der Ausbauziele, ist es der Schlüssel, dass wir die Bürgerbeteiligung voranbringen. Das ist auch schon von anderen genannt worden. Die Umsetzung der RED II, die Deutschland massiv vernachlässigt hat, die Stärkung von Genossenschaften. Wir hatten eine enorme Beschleunigung der Genossenschaften in den letzten Jahren, die dann auch wieder gedrosselt wurden, weil die Bedingungen verschlechtert waren. Bürgerenergiegemeinschaften, erneuerbare Gemeinschaften, die Prosumer stärken. Dazu gehört es natürlich, dass man die Flächen und Genehmigungen bereitstellt, den Flickenteppich beim Artenschutz beenden. Wir waren involviert in den Prozess der Umweltministerkonferenz als Energieverbände mit den Naturschutzverbänden, um klarzumachen, dass wir eine Standardisierung beim Naturschutz, beim Artenschutz brauchen und dass wir auch das Planungsrecht nutzen müssen, um hier weiter voranzukommen mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich gehe gleich noch darauf ein, wie wichtig auch Systemdienstleistungen und ein neues Marktsystem notwendig sind, um gerade die Dezentralität und die Bürgernähe zu gewährleisten. Hier nochmal um das, was es geht. Wir brauchen quasi eine Vervierfachung der Photovoltaikleistung bis 2030. Da haben wir uns selber verbessert in unserem Szenario und mindestens eine Verdopplung bei der Windenergie. Andere gehen noch weiter. Wir haben das ausgerechnet, was ist für uns jetzt vorstellbar vor dem Hintergrund des geltenden Klimaschutzgesetzes. Ganz konkret mit Bezug auf die konkreten Regelungen. Ihr habt das selber schon festgelegt im Sondierungspapier. Windenergie 2% Fläche, wobei es wirklich netto 2% Fläche sein müssen. Wir erleben immer wieder, dass 2% mal so und mal so interpretiert werden, dass man auf die pauschalen Abstandsregelungen verzichtet, dass wir eine generelle Öffnung der Photovoltaik-Standortkulisse für benachteiligte Gebiete sehen, dass wir genehmigungsrechtliche Hemmnisse abbauen müssen, das habe ich eben schon genannt, dass wir bundeseinheitliche Regelungen für eine verpflichtende Beteiligung von Standortkommunen brauchen an den Erlösen von Windparks für mehr Akzeptanz. Da wird man auch sprechen über die Photovoltaik, dass wir die erneuerbaren Energiengemeinschaften umsetzen. Und da haben wir mit dem Bündnis Bürgerenergie vor der Pandemie noch als letzte Live-Veranstaltung ja auch eine Veranstaltung dazu gemacht, dass die Stärkung der erneuerbaren Energiegemeinschaften gemäß den Vorschlägen von Bündnis kommen müssen. Ich habe gesehen, dass Österreich jetzt gerade zum Beispiel eine Österreich-bundesweite Koordinierungsstelle für Energiegemeinschaften unterstützt und hier auch gerade Bürgerinnen, kleine und mittlere Unternehmen hilft bei der Gründung von erneuerbaren Gemeinschaften, um Energie gemeinsam zu erzeugen, speichern, verbrauchen, vermarkten. Ich bin ja auch Vizepräsidentin der Österreichischen Energieagentur und ich finde es toll, was die grüne Umweltministerin Gewessler dort auf den Weg gebracht hat, wie andere Länder auch, die dieses Thema erneuerbare Energiegemeinschaften klar hervorgebracht haben. Dass wir die Subventionen für fossile Energieträger abschaffen müssen und CO2-Bepreisung voranbringen, das lasse ich jetzt hier mal außen vor. Die Marktwerte werden auch der Erneuerbaren werden sich danach berechnen, wie die Preise für die fossilen Energieträger bemessen werden. Da wünschen wir uns Ziele entlang der oder Preise entlang der Klimaziele.
Das gilt auch für den Wärmesektor. Hier ist jetzt nichts Spezifisches. Es ist natürlich alles Bürgerenergie, wenn wir die Gebäude anfassen, wenn wir effiziente Governance-Mechanismen etablieren. Aber das geht jetzt ein Stück an der Bürgerenergie vorbei. Deswegen habe ich es auch hier nur schnell benannt. Ganz, ganz wichtig ist, dass wir bei der Photovoltaik die Photovoltaik-Dachausschreibung auf große Anlagen größer 1 Megawatt begrenzen und die 50%-Regel bei Eigenverbrauch streichen, dass wir Vergütungssätze bei kleinen und mittleren PV-Anlagen erhöhen zur kurzfristigen Abfederung der hohen Degression. Die Deckelung, Absenkung der EEG-Umlage ist sicher wichtig, um Sektorenkopplung anzureizen. Wir brauchen aber nach wie vor ein Instrument, was refinanziert. Das muss man sich klar machen. Weil auch da würde Bürgerenergie leiden, wenn man jetzt einen Instrumentenwechsel macht, das EEG mit der EEG-Vergütung in Gefährdung bringt und da keine Refinanzierungswege mehr für EEG-Vergütung und Marktprämien hätte. Es sind noch andere Punkte wie das Aufheben der endogenen Mengensteuerung oder die Streichung der Südquote bei Bürgerenergie, was gerade die Landwirte oder auch landwirtschaftliche Genossenschaften in Bayern schwächt oder in Süddeutschland. Das Repowering als Grundsatz in der Raumordnung berücksichtigen, den standardisierten Rahmen von Schätzwerten im Bereich Paragraph 22b, 62b im EEG schaffen, beziehungsweise die Weiterentwicklung der Flexibilitätsprämie. Das sind konkrete Forderungen für uns im EEG. Bei der Wärme, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch gerade beim Thema Bundesförderung effiziente Wärmenetze, auf die wir immer noch warten, schauen, inwieweit können wir hier zum Beispiel Energiegemeinschaften befördern, um das Thema Wärme weiter voranzubringen. Das sollte man sich genau anschauen, inwieweit eben hier auch Energiegemeinschaften handeln können. Diesen Punkt habe ich bei der Wärme hervorgehoben. Worauf ich noch am Schluss ganz konkret eingehen will, wenn wir das System der Steuern und Abgaben reformieren, was wir machen müssen, dann ergeben sich neue Möglichkeiten der Sektorkopplung, dezentrale Stromversorgungskonzepte und eine generelle Flexibilisierung des Energiesystems, die wir brauchen, um die fluktuierenden Quellen Wind und PV zu stabilisieren, über Bioenergie, über Speicher, über grünen Wasserstoff. Und dazu müssen wir unbedingt die ungelösten Regulierungsaufgaben des aktuellen Marktdesigns überwinden und in einen neuen Markt setzen. Und das haben wir, und darauf gehe ich ganz zum Schluss ein, die letzte Folie, das haben wir mit einem neuen Strommarktdesign gezeigt, nämlich dass die heimische Energiewende die Versorgungssicherheit gewährleisten kann, marktstabilisierend wirkt und einen geringeren zukünftigen Netzausbau aufgrund lastnaher erneuerbarer Erzeugung möglich macht. Das ist möglich, wenn wir hohe Flexibilität schaffen und damit eben die heimische Wertschöpfung voranbringen. Wie das genau aussieht, das werden wir euch in den nächsten Tagen und Wochen erläutern, weil wir zeigen können, dass in der Verbindung von europäischem und deutschem Recht und einem neuen Strommarktdesign die Bürgerinnen und Bürger noch viel stärker die Akteure des zukünftigen Energiemarkts sind, dass wir die Marktwerte erneuerbaren Energien verbessern und dass wir insgesamt an die früheren Erfolge der Energiewende als demokratische oder als Demokratisierung der Energieversorgung, als demokratische Wirtschaftsform hier wieder anknüpfen können. Soweit von mir und ich danke für eure Aufmerksamkeit. Die Verkehrswende habe ich jetzt nicht weiter beleuchtet, aber die kommt. Soll nicht zu kurz kommen. Dankeschön. Vielen Dank. Das war nochmal eine ganze Reihe von Punkten. Die Sache beginnt langsam unübersichtlich zu werden. Und das zeigt ja auch alles, die regelrechte Multitude von Hemmnissen, die hier aufgebaut wurden. Schon lange mein Verdacht, dass es darum geht, etwas, das nach marktwirtschaftlichen Kriterien längst alles andere verdrängt hätte, künstlich daran zu hindern, diese Verdrängung wirklich durchzuführen. Darauf hatte Nina Scheer ja schon etwas diplomatischer hingewiesen. Ich würde gerne noch dafür werben und mich erstmal bedanken bei allen, die sich auch schon auf dem menti.com beteiligt haben. Da sind nochmal eine lange Reihe guter Punkte gemacht worden und von euch auch bewertet worden. Gerne schreibt da auch eure Kommentare rein, was hilft aus eurer Sicht den Erneuerbaren dezentral und was hemmt sie? Und auch, wie kann man, das ist die zweite Frage, die Wertschöpfung
in den Standortkommunen steigern, gerade auch mit Blick auf die an Beiträge, die Kommunen dort daraus ziehen können. Da fehlt es noch etwas an sehr praktikablen Ideen. Aber da komme ich gleich noch drauf. Danke schon mal an alle, die sich da schon beteiligt haben. Die Links findet ihr im Chat. So, jetzt aber geht es direkt weiter. Und zwar mit Ariane August. Sie ist Referentin für Energiepolitik bei Green Planet Energy. Und das klingt noch viel cooler, als vorher hieß eher Greenpeace Energy, wie auch noch eure Genossenschaft heißt. So, ich bin gespannt. Ariane. So, ja, vielen, vielen Dank, Sven Giegold, für die Einladung und vor allem für die Initiative dieser Veranstaltung. Ich glaube, das ist sehr wertvoll, vor allem zum aktuellen Zeitpunkt. Und ich kann mich nur anschließen, wenn man als Letztes dran ist, dann kann man davon ausgehen, dass die allerwichtigsten Punkte bereits angerissen wurden. Und wir von Green Planet Energy würden da ja fast alles genauso unterschreiben, wie es gesagt wurde. Und ich habe mich deshalb entschieden, hier nochmal ein Schlaglicht zu setzen, was eben Malte Zier auch schon angekündigt hat, und zwar nur das Thema Energy Sharing hier nochmal einfach in einer bisschen vertiefenden Form zu behandeln. Und zwar, wir sehen auch, und das ist auch die Position von Greenpeace, wir brauchen im Rahmen des Klimaschutzgesetzes, aber auch für die Paris-Ziele einen massiven Zubau an den Erneuerbaren. Das ist im Wind zwischen 8 und 10 Gigawatt pro Jahr. Und auch im Bereich der Photovoltaik brauchen wir einen Zubau von bis zu 20 GW pro Jahr. Das ist ambitioniert und es ist aber zwingend erforderlich aus unserer Sicht. Und um das eben zu schaffen, ist es elementar wichtig aus meiner Sicht, hier Akzeptanz und vor allem Teilnahme in der Fläche zu generieren und Leute eben mitzunehmen, Leute vor allem an Anlagen zu beteiligen und vor allem sicherzustellen, dass Menschen, die eben auch in der Nähe von Anlagen wohnen, ganz konkret und direkt von diesen Anlagen profitieren können, indem sie zum Beispiel eben vergünstigten Strom aus diesen regionalen Anlagen beziehen. Um diese Herausforderungen anzugehen, ist aus unserer Sicht eben auch Energy Sharing, also der Artikel 22, der RED II, ein Lösungsansatz, den bisher eben sich die vorangegangene Bundesregierung nicht so wirklich getraut hat, umzusetzen. Wir sehen hier, dass eben Leute sich ganz konkret am Bau auch neuer Anlagen, was wir dringend brauchen, beteiligen können, eben indem sie sich in einer Gemeinschaft organisieren, auch den Bau neuer Anlagen wirklich initiieren und auch umsetzen. Und wir sehen aber zudem, dass eben auch wichtig für ein zunehmend in Richtung 100% erneuerbaren System, dass wir es schaffen, durch Energy Sharing auch Flexibilitätspotenziale dezentraler Art zu nutzen. Das ist wichtig, um vor allem auch in anderen Sektoren wie im Mobilitätsbereich oder der Wärme voranzukommen. Und deshalb ist dieses Instrument aus meiner Sicht und auch aus Sicht unserer Genossenschaft eben das, was wir sehr weit vorne ranstellen würden, wenn es um einen Koalitionsvertrag geht. Und genau, wir würden deshalb hier an dieser Stelle plädieren, im Koalitionsvertrag ganz konkret nochmal die Umsetzung sowohl des Artikel 21 der RED II, was ja Nachbarschaftsstromhandel und sozusagen Peer-to-Peer angeht, aber auch vor allem den Artikel 22 Energy Sharing aus der RED II umzusetzen. Das kann man auf dieser Flugebene machen oder dann auch nochmal mit diesem Satz, den wir hier eingeblendet haben, den Malte Zier vorhin auch schon mal genannt hat. Also Bürgerinnen sollen im Prinzip ermächtigt werden, sich in EE-Gemeinschaften zu organisieren, eigene Anlagen gemeinsam betreiben können und aus diesen den vergünstigten Strom über das regionale Verteilnetz beziehen dürfen. Was wichtig ist, neben diesem Vorhaben, sich an den Artikel oder an die Umsetzung des Artikel 22 zu wagen, wäre dann im nächsten Schritt mindestens, was auch Markus Kahles gesagt hat, eine Definition im deutschen Recht zu verankern, also im EEG oder im ENWG, wo man einfach nochmal klar sagt, was ist der Handlungsspielraum, was sind erneuerbare Energiengemeinschaften und vor allem auch nochmal die Frage stellt, welche Rechte und Pflichten haben erneuerbare Energiengemeinschaften dann umzusetzen. Da geht es vor allem um energiewirtschaftliche Abwicklungsprozesse, um Bilanzierungsfragen. Ich glaube, hier ist das deutsche Recht sozusagen bisher nicht wirklich präzise.
Und als drittes geht es eben darum, diesen in der im Artikel 22 diesen förderlichen Rechtsrahmen zu etablieren und da, glaube ich, auch mit Stakeholdern einfach voranzugehen, mit Netzbetreibern, um eben zu schauen, wie kann ein Rahmen geschaffen werden, dass wirklich auch ökonomische, attraktive Anreize für Menschen geschaffen werden, sich in solchen erneuerbaren Energiengemeinschaften zu beteiligen. Und genau, wir hatten da neben anderen EU-Mitgliedstaaten, Österreich wurde ja bereits genannt, die das umgesetzt haben und auch sehr stark mit dem Smart Meter Rollout, also mit in Verbindung gebracht haben auch wir uns hier in Deutschland zusammen mit den Bürgerwerken und dem Bündnis Bürgerenergie Gedanken gemacht, wie man es konkret umsetzen könnte. Und ich würde das nicht im Detail erklären wollen, aber drei Schlaglichter eben nennen wollen. Also wir würden zunächst vorschlagen, dass man im EEG eine neue Veräußerungsform etabliert. Das heißt, für den gesamten Strom, der ins Netz eingespeist wird, würde die REC sozusagen einen Anspruch beispielsweise in Anlehnung an die Marktprämie erhalten. Und ähnlich wie man das vom Mieterstrom kennt, würde dann auch in der deutschen Stromkennzeichnung sozusagen eine Abgrenzung sichtbar sein und Energy Sharing würde dort eben, oder der gescherte Strom würde dort dann eben separat ausgewiesen werden. Um günstige Bürgerstromtarife zu etablieren und eben auch den Leuten diesen ökonomischen Mehrwert mitzugeben, gibt es verschiedene Hebel. Das ist eine Ausgestaltungsfrage am Ende des Tages, aber wir schlagen hier eben auch vor, dass im Prinzip reduzierte Stromnebenkosten dann ermöglichen sollen, dass diese vergünstigten Stromtarife etabliert sind. Ein Hebel ist die Stromsteuer, aber es gibt eben auch noch viele andere, die hier in Frage kommen. Und wir würden auch vorschlagen, und das ist eben das Zukunftsfähige, dass hier auf jeden Fall darauf geachtet wird, dass auch eine REC eben einen Anreiz erhält, eben zum Beispiel auch durch reduzierte Netzentgelte den Verbrauch nachweislich zu den Zeiten zu regeln, in denen wir eben auch ein hohes erneuerbaren Angebot haben. Das heißt, solange eine REC sozusagen flexible Lasten nutzt, soll das entsprechend honoriert werden. Genau, das ist in aller Kürze der Vorschlag und ich bin gespannt auf die Fragen und freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank. Vielen Dank vor allem auch nochmal für diese Betonung, was unter einer Energiegemeinschaft eigentlich zu verstehen ist. Es war, glaube ich, vorher gar nicht so völlig klar. Und danke auch für die positive Bezugnahme auf das Europarecht, das übrigens unter grüner Berichterstatterschaft von Claude Turmes im Europaparlament durchgesetzt wurde, der heute Energieminister im kleinen, lustigen Staat Luxemburg ist. Und von dort in einen kleinen, anderen, lustigen Staat, nämlich Liechtenstein. Peter Dröge, mir wurde gesagt, du bist wieder da. Bitte einmal die Kamera an. Der Fürst mag unser Webinar nicht. Ich hoffe, dass der Präsident von Eurosolar noch auftaucht und die Internetprobleme lösbar sind. Da scheint eine Internetstörung zu sein. Man freut sich ja als Deutscher in Europa unterwegs, dass das nicht nur Deutschen so geht, wenn auch unsere Internetprobleme im Vergleich zu skandinavischen Ländern oder den Niederlanden wirklich peinlich sind. Aber das sei hier mal dahingestellt. So, jetzt würde ich gerne, bevor ich das Wort einmal zurückgebe an meine drei MitveranstalterInnen hier, noch mal kurz einen Blick darauf werfen, was ihr eigentlich beigetragen habt. Und da findet sich erstmal unter der ersten Frage, wie kann man die dezentrale Nutzung der Erneuerbaren stärken? Welche Hemmnisse muss man aus dem Weg räumen? Und ich lese jetzt hier mal vor, was von euch dort top geratet wurde, also diejenigen, die ein Like gedrückt haben und mit Abstand am meisten Likes bekam. Die Anschaffung einer Photovoltaikanlage muss so einfach werden wie der Kauf eines Autos. Radikale Vereinfachung für Eigennutzung von Photovoltaikanlagen von Wohneigentumsgemeinschaften in Mehrfamilienhäusern. So, dann
Die zweite Forderung ist, die Besteuerung des Eigenverbrauchs abschaffen. Hat auch über 50 Likes. Und dann, PV-Strom sollte kleinräumig lokal gehandelt werden können. Zum Beispiel könnten Netzgebühren entfallen, wenn Erzeuger und Verbraucher im gleichen Subnetz wie zum Beispiel in einer gleichen Straße sind. Wie kommen wir dahin? Dann auch noch über 40 Likes, Hemmnisse für Balkonkraftwerke beseitigen. Da sind viele Netzbetreiber störrisch und berufen sich auf die VDE-Normen. Insbesondere verlangen sie besondere Steckdosen und Zwei-Richtungszähler. Halleluja. So, das ist etwas richtig. Wir müssen fossiles Gas bekämpfen. Wir werden es noch ein bisschen brauchen, aber die Nutzung muss runter. Ich lese jetzt aber keine weiteren allgemeineren Punkte vor. Dann Bürokratie bei privaten PV-Anlagen ist ein großes Hemmnis. Die Anmeldung eines Gewerbes, Abstimmung mit dem Netzbetreiber und so weiter könnten viel besser vernetzt und automatisiert werden. Richtig. Und genau das habe ich gerade auch erlebt, als wir unsere PV-Anlage gebaut haben, wo ich 2 Monate von der Avacon keine Antwort bekommen habe, ob man den Strom von unserer Solaranlage nun einspeisen darf oder nicht. Habe ich schon einen Hinweis bekommen hier von anderen. Ich war nur zu blöd, mich bei euch zu erkundigen. Trotzdem habe ich mich 2 Monate lang darüber geärgert. Es ist genau das, was da steht. So, dann, was sind hier noch? Dann, Dächer sollten vollständig für Photovoltaik genutzt werden. Dafür muss sich auch Volleinspeisung wieder lohnen. Wird die Ampel die Dach-PV-Vergütung nach oben korrigieren? Fragezeichen. Agri-PV ähnlich fördern wie früher Biomasseanbau zusätzlich zur Agrarförderung. Das gibt Landwirten ausreichend Einkommen, um Umstellung auf Bio zu finanzieren, gegebenenfalls mit Kooperationspartnern aus der Bürgerenergie. Die Förderung von Erdgasheizung mit Steuergeldern gehört abgeschafft. Das finde ich sehr richtig, dass nämlich nicht nur zählt, wie man die Erneuerbaren behindert, sondern auch, wie man das Falsche mit staatlichen Mitteln noch fördert. Auch das schädigt den fairen Wettbewerb. Das hatten wir schon. Ich belasse es mal hierbei, aber ich lade euch alle ein, lest diese vielen Kommentare, fügt eure hinzu, wir werten das alles aus und bewertet, was andere geschrieben haben. Insgesamt auf die zweite Frage, wie man die Kommunen stärker an den Einkünften beteiligen kann, gibt es noch nicht so viele konkrete Vorschläge. Ich will daher gerne das Problem nochmal beschreiben, was ich eigentlich meine. Bei der zweiten Frage haben viele von euch gesagt, stärkt das diejenigen, die Investoren sind, die auch in der Kommune leben. Entweder dadurch, dass man dezentrale Energiegemeinschaften fördert, Bürgerenergie und so weiter. Das ist richtig. Aber mich interessiert auch, was machen wir eigentlich mit den Altanlagen? Ich spitze es mal zu. Gerade in Ostdeutschland, viele Kommunen haben dort große Windanlageninvestoren zu sich eingeladen. Die Investoren sitzen in der Regel nicht in der Kommune. Die Kommunen haben gedacht, nach ein paar Jahren geht das Ganze, sind die Abschreibungen refinanziert und dann sprudeln Gewerbesteuereinnahmen in diese Kommunen. Und dann erleben die Kommunen derzeit, die Gewerbesteuern werden zwar heute, dank auch von Reformen, liebe Nina, die in Berlin gemacht wurden, zu einem größeren Teil in den Kommunen der Standorte der Erneuerbaren verbucht. Aber leider sehen die Kommunen trotzdem nichts davon, weil regelmäßig die Investoren dann verschmolzen werden mit Gesellschaften, die wieder neue Verluste in die Bücher hineinbringen, entweder Finanzierungsverluste oder aus anderen Geschäften. Und so sind natürlich diese Kommunen, fühlen sich häufig verarscht. Ich hatte neulich beim Evangelischen Kirchentag ein langes Gespräch mit einem Bürgermeister einer kleinen Kommune in Ostdeutschland, der sich bitterlich beklagte über die mangelnde Akzeptanzförderung bei der Windenergie durch diesen Entzug lokaler Gewerbesteuern. Wenn da jemand eine praktikable Idee für hat, wie wir das nicht für die Neuanlagen,
sondern für die Altanlagen nutzen können, das fände ich wirklich sehr interessant. Also gerne hier entsprechend auch kommentieren. So, jetzt haben wir ganz viel Input gehört, erst von den Akteurinnen und Akteuren aus Verbänden, Organisationen und jetzt die Reaktion. So, da würde ich zuerst mal Anne Spiegel einladen. Anne, ist deine Verbindung in dem schönen Zug halbwegs stabil? Ich glaube gerade nicht. Insofern wäre es besser, wenn du jemand okay. anderen erst. Dann machen wir direkt weiter mit Oliver Krischer aus dem Bundestag. Hallo. Na, kannst du noch nach so vielen Tagen FDP, SPD in langen Verhandlungen, wie geht's dir und was hältst du von dem, was wir hier gehört haben? Ja, absolut spannend und interessant und etwas, was mich seit vielen, vielen Jahren selber bewegt. Und ja, wir haben uns in der Tat in den letzten Tagen, Micha Bloss und Anne Spiegel sind ja auch hier genau intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt, auch noch mit vielen anderen. Und ganz, ganz viele der Stichworte, die hier heute genannt wurden, haben wir auch diskutiert. Ich kann natürlich jetzt schwer Wasserstandsmeldungen geben, was da am Ende wird. Ich weiß das auch gar nicht, weil wir ja mitten im Prozess einer Koalitionsbildung sind. Aber ich glaube schon, das ein oder andere Stichwort, was heute genannt wurde und Thema, das wird da auf die Agenda rücken, weil es einfach auch notwendig ist. Und nicht nur, weil Bürgerenergie und Eigenerzeugung schön ist und weil das Spaß macht, sondern weil wir das auch brauchen, weil das die Säule unserer nachhaltigen Energieversorgung ist. Und ich will vielleicht mal bei allem, was auch immer problematisiert wird, ich habe mir vor 20 Jahren eine Photovoltaikanlage aufs Dach gemacht, die fällt jetzt aus der Vergütung. Und ich erzähle die Anekdote immer gerne. Ich war damals in Düren im Kreistag, Düren wurde eben schon erwähnt und das ist die Braunkohlegegend, da wo der Hambi ist und Garzweiler und da war damals auch die Lokalpresse nicht unbedingt aufgeschlossen erneuerbaren Energien gegenüber und da hat der Lokalredakteur geschrieben, der Grüne schraubt sich silberne Platten aufs Dach und behauptet, Strom käme da raus. Das ist 20 Jahre her. Heute ist das die Säule der Energieversorgung und ich will jetzt nicht zu viel von Koalitionsverhandlungen verraten, aber es ist das zentrale Thema geworden, die erneuerbaren Energien. Es ist nicht nur irgendwie etwas Additives, sondern wir haben diesen Riesenschritt in den letzten Jahren einfach geschafft. Und wir haben, ich glaube, das kann man heute so sagen, das fossile System noch nicht endgültig abgewickelt, aber es befindet sich in Abwicklung. Und das ist nur möglich gewesen. Ich will das mal ganz klar sagen, weil unglaublich viele Leute, die jetzt wahrscheinlich auch hier mit dabei sind, die seit Jahren kämpfen, die viele Niederlagen, Frustrationen auch erlebt haben, aber auch große Erfolge, weil die das einfach vorangetrieben haben und aus einem zentralistisch organisierten System mit Kohle- und Atomkraftwerken ein millionenfach betriebenes, mit Millionen Anlagen betriebenes erneuerbaren System gemacht haben. Das finde ich einfach klasse, dass wir als Politiker, Anne, Sven, Micha, die da jetzt verhandeln, dass wir überhaupt die Möglichkeit dazu haben, dieses System damit zu entwickeln und damit jetzt auch Klimaschutzziele zu machen. So, das ist mir einfach wichtig, das auch mal so zu sagen und deutlich zu machen. Was wir natürlich brauchen und worum es geht, ich will jetzt nicht alles wiederholen, was gesagt worden ist. Da sind unglaublich viele richtige Vorschläge dabei. Ich finde ganz zentral bei der Frage der Photovoltaik, diese ganze Frage der Eigenerzeugung hinzukriegen, dass wir es endlich möglich machen, dass Menschen nicht nur im eigenen Haus, sondern auch im Quartier, im Dorf, in der Straße gemeinsam ihre Energie nutzen können, im Mietshaus. Da ist ein Riesenpotenzial zu erschließen. Das muss unsere Aufgabe sein, das möglich zu machen, das im Rahmen des Systems zu organisieren und das auch wirtschaftlich betreibbar zu machen. Da sind eine ganze Menge Stichworte gefallen, Energy Sharing, das ist alles richtig, die Maßnahmen, die man machen kann. Und da haben wir ja Gott sei Dank einen Verbündeten mit der Europäischen Union, den Regelungen, die es dort gibt. Die RED II ist erwähnt worden. Das, was im Moment im Rahmen bei Fit for 55 diskutiert wird,
geht hier hoffentlich nochmal einen Schritt voran, auch wenn es nicht genug ist nach Grünen und so, noch mehr sein könnte, überhaupt keine Frage. Aber da kriegen wir eine Unterstützung und das wird am Ende auch etwas sein, wo eine zukünftige Bundesregierung dann hoffentlich auch dieses Potenzial nutzen kann, die ganzen Regelungen für Prosumer, für dezentrale Energieerzeugung, für Energy-Sharing, für BürgerInnen-Genossenschaften und so weiter dann an der Stelle möglich zu machen. Dazu gehören dann aber natürlich auch, dass wir diesen ganzen Bürokratiewumms, der jetzt hier in ganz vielen Fragestellungen und vielen Aspekten beschrieben worden ist, dass wir den versuchen abzubauen, dass wir den zu reduzieren. Ich sage aber jetzt schon mal voraus, das wird weiter ein Riesenkampf werden, weil natürlich hinter solchen Schikanen, die in den letzten Jahren von Peter Altmaier noch immer weiter aufgebaut worden sind, zu allerletzt ja noch irgendwie so eine komische Zertifizierungsregelung, dass man größere Photovoltaikanlagen jetzt, dass die alle einzeln zertifiziert werden müssen, dass die Menschen überhaupt nicht gibt, die das machen können, dass dadurch sich ein Riesenstau entwickelt, das ist ja so eine neueste Geschichte noch, dass all das auch abgebaut und vereinfacht wird. Unser großer Vorteil ist, dass wir da auch ein bisschen an dem Wording eines politischen Mitbewerbers und jetzt möglichen Koalitionspartners, der dem Thema nicht immer aufgeschlossen ist, anschließen können. Das ist dann so etwas von Bürokratieabbau und Entfesselung, gerade im Photovoltaikbereich, aber auch bei der Windenergie ist das ein spannendes Thema. Auch wenn man jetzt in den Verhandlungen das nicht immer so ganz enthusiastisch bei denen beim Bereich der erneuerbaren Energien gemerkt hat. Aber das ist natürlich da ein Vorteil für uns. Da sind eine ganze Reihe von Punkten genannt worden mit der Frage, ich will es mal darauf zu konzentrieren, Sven, du hast den einen Punkt gesagt, die Anschaffung einer Photovoltaikanlage muss so einfach sein wie ein Auto. Der Autovergleich finde ich jetzt interessant, aber ich würde sagen, das muss genauso normal sein, wie wenn eine Heizung eingebaut wird. Da muss man auch keine Regelungen mit dem Finanzamt machen, da kommt auch keine extra Zertifizierung, da muss auch kein Stadtwerk kommen oder sonst irgendetwas. Das muss eigentlich das Normale sein, dass das völlig unbürokratisch geht, dass das dann auch mit Eigenverbrauch zu machen ist. Und das geht bis hin zu den Balkonanlagen. Ich habe das bei meinem Sohn jetzt vor ein paar Wochen erlebt, der genau so einen wochenlangen Schriftwechsel mit dem Stadtwerk hat, weil er den falschen Elektriker bestellt hatte, der irgendwie die Anlage abgenommen hat. Irrsinn im Quadrat, wo einfach erneuerbare Energienerzeugung dann verhindert wird. Diese ganzen Geschichten, da sind wir auch auf alle Hinweise immer angewiesen. Gut, ich habe eben das auch abfotografiert, was da an Vorschlägen kam, damit da auch nichts verloren geht und wir wichtige Sachen dann auch weiter bearbeiten können, um das dann am Ende auch möglich zu machen. Und in welchen Formen sich das dann organisiert, da will ich ehrlich gesagt überhaupt gar nichts vorschreiben, gar nichts irgendwie anschubsen oder schieben. Wir müssen nur einen Rahmen machen, dass möglichst viel möglich ist, dass Leute sich organisieren können, um das entsprechend zu nutzen. Ich will zum Schluss, will ich es auch schon mal belassen, weil Sven das angesprochen hat, die ganze Frage Artenschutz auch noch ansprechen, weil ich finde, das ist insofern ein Thema, dass gerade die erneuerbaren Szene, aber auch die Naturschutzszene sich überhaupt nicht gegeneinander aufbringen lassen dürfen bei der Frage der Windenergie, sondern dass man klar, klipp und klar sagt, es geht darum, zwei Krisen zu bekämpfen, die Klimakrise und die Biodiversitätskrise. Und ich sage da auch mal ganz deutlich, der Ausbau der Erneuerbaren, wenn wir ihn gut und intelligent organisieren, und ich halte das als Hobby-Ornithologe für ohne weiteres möglich, dann ist das überhaupt kein Gegensatz. Und das ist vor allen Dingen auch nicht das Problem des Artenschutzes. Wir haben an ganz, ganz vielen anderen Stellen große Herausforderungen, Stichwort Landwirtschaft, beim Thema Artenschutz, aber das ist nicht der Ausbau der Erneuerbaren und das wird auch eine Aufgabe der nächsten Bundesregierung sein, das intelligent zu organisieren, technische Regeln, Genehmigungsverfahren so zu optimieren, dass Artenschutz gewährleistet wird, aber auf der anderen Seite auch wir den nötigen Drive beim Zubau der Anlagen hinkriegen, dass wir so ein Flächenziel 2%, Nina Scheer hat da sehr viel zu gesagt, dass wir das vernünftig im Baugesetzbuch verankern
um die Flächen zu ermöglichen und auch diejenigen, die sich verweigern. Es gibt ja ganze Bundesländer oder zumindest ein großes Bundesland in Deutschland, was sich dem Ausbau der Windenergie komplett verweigert hat. Das können wir eigentlich nicht akzeptieren. Das kann man vor allen Dingen den Menschen doch, die gerne was bauen und tun würden, nicht zumuten, dass wir das dann möglich machen und da auch entsprechende Bundesregeln, Schikaneregeln, die das ermöglicht haben, so eine 10H-Regelung in Bayern, aber auch eine 1000-Meter-Abstandsregelung in Nordrhein-Westfalen, dass wir die am Ende wegkriegen. Dabei will ich es jetzt erstmal belassen. Gerne auch noch zu vielen Einzelfragen, die gestellt sind. Aber ich könnte da jetzt schon eine halbe Stunde weiter erzählen. Aber die Vorgabe war ja, es sollen nur ein paar Minuten sein, Sven. Und wenn wir konkrete Fragen haben, gerne. Ja, und du musst auch gar nichts abfotografieren, denn wir werten das alles aus und ihr bekommt eine Auswertung. So, jetzt Anne Spiegel mit Glück im Zug und mit halbwegs vernünftigen Verbindungen. Unsere Ministerin für Klimaschutz und so weiter in Rheinland-Pfalz. Bitte, Anne. Ja, vielen Dank, Sven. Ich hoffe, dass die Verbindung einigermaßen steht. Das müssen wir auch dringend ändern, dass das Internet auch wirklich überall stabil ist in Deutschland. Ja, toll, dass du das veranstaltest. Es hat mir persönlich einen richtigen Motivationsschub gegeben, zu hören, von den ganzen Menschen, die jetzt vorhin gesprochen haben und die Inputs gegeben haben, wie viel da auch wirklich an Aufbruchsstimmung da ist. Und gleichzeitig blutet mir das Herz, ein Blick zurück, was die GroKo alles verhindert hat in den letzten Jahren und abgewürgt hat und wie sie auch gerade in diesem Bereich überhaupt nichts gestalten wollte. Das wollen wir natürlich dringend ändern und Olli hat schon einiges gesagt. Ich möchte mich nur auf ein paar ganz wenige wichtige Punkte beschränken. Ich fand alles toll, was in die Richtung geht, Dezentralisierung der Energiewende und Menschen auch vor Ort wirklich zu empowern, über Bürgerenergiegenossenschaften die Energiewende voranzutreiben, in die erneuerbaren Energien zu investieren und sich hier auch beteiligen zu können. Seien es die Bürgerinnen und Bürger oder die Kommunen. Und dieser Bürgerenergiefonds, der genannt wurde, den es ja in Schleswig-Holstein gibt, das sind für mich genau diese Modelle, diese Instrumente, die es jetzt braucht, damit man das auch gut machen kann. Und ich erlebe gerade bei den Kommunen auch eine Aufbruchsstimmung und das ist wichtig, denn neben diesen ganzen Regeln und Instrumenten und gesetzlichen Rahmenbedingungen und so, braucht es auch einen Paradigmenwechsel. Es kann einfach nicht sein, dass eine Kommune heutzutage eine Kita plant ohne Photovoltaik. Und diesen Paradigmenwechsel, den müssen wir in alle Bereiche bringen, sodass dieser Gedanke nicht nur bei den Klimaschutz- und Energieleuten ist, sondern wirklich sich in alle Bereiche auffächert. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Und dann noch das, was ich auch im Chat gesehen habe, was ich sehr unterstreichen möchte, wir haben schon genug Flächenversiegelung, sich die jetzt schon versiegelten Flächen anschauen und dort zu schauen, wo können wir die Potenziale heben. PV auf Parkplätzen, Agri-PV, PV auf Gewerbeflächen, PV auf Schulen, Kitas. Da sind riesige Potenziale, die wir heben können. Und ich möchte nicht, dass das einige wenige Konzerne unter sich ausmachen, sondern dass wir über die Dezentralisierung dafür sorgen, dass die Wertschöpfung auch vor Ort bleibt, dass die lokalen HandwerkerInnen Aufträge kriegen und dass wir hier letztlich auch Arbeitsplätze vor Ort sichern und stärken. Das vielleicht in aller Kürze, der halbe Zug hört gerade zu, aber ich denke beim Thema Ausbau der Erneuerbaren lohnt es sich immer mal, sich damit zu beschäftigen. Und ansonsten kann ich nur unterstreichen, was vorhin auch alles in den Inputs gesagt wurde. Wir haben noch wirklich einen langen Weg vor uns, aber mit dieser Aufbruchstimmung, mit diesen guten Ideen werden wir, denke ich, ziemlich gut vorankommen. Ja, nochmal danke, Anne. Ich glaube auch, das kann gar nicht schaden, wenn der Zug ein bisschen besser über erneuerbare Energien informiert wird. Ansonsten nochmal, weil die Frage hier von mehreren gestellt wurde, mein lieber Mitarbeiter Dr. Max stellt jetzt gerne nochmal in den Chat ein, die Links, wo ihr dann eure Anmerkungen eintragen könnt und auch die von allen anderen sehen könnt. Der Sinn ist nicht, das hier in den Chat einzutragen oder und in das F&A-Tool, sondern auf dem Menti-Ding, weil bei vielen Kommentaren spinnt Zoom regelmäßig rum und deshalb haben wir das gewählt. Aber jetzt, mein lieber Kollege Michael Bloss,
aus dem Europäischen Parlament. Er ist im Europaparlament, so wie Oliver im Bundestag in dem richtigen Ausschuss ist. Ich vermute auch Nina Scheer. Ich habe nicht nachgeguckt, in welchem Ausschuss du dich normalerweise herumtreibst. Aber wie bitte? Umwelt. Ja, also da ist auf jeden Fall auch eine große Überschneidung. Und Michael ist eben in den Ausschüssen, die sich speziell mit diesen Fragen im Europaparlament beschäftigen, und war eben auch in der Verhandlungsgruppe. Wir sind mit 11 Abgeordneten Teil der Koalitionsverhandlungsrunden mit natürlich viel, viel mehr Bundestagsabgeordneten, LandesministerInnen, Kommunalen und so weiter. Und das heißt, Micha, was nimmst du mit von dem, was du heute gehört hast? Es kann ja schon depressiv machen, wie der Staat bei allen Ermöglichungen, die das EEG ja gebracht hat, was ja eine Erfindung aus der Politik mit wenigen Akteuren aus den Erneuerbaren war, aber gleichzeitig, nachdem man diese großartige Erfindung gemacht hat, wie man sich hier anderthalb Stunden lang anhören kann, welche Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden und gleichzeitig alle Betroffenen noch betonen, dass sie noch viel länger darüber erzählen könnten. Das ist ja schon ein bisschen durch, oder? Michael, wie wirkt das auf dich? Was sollten wir damit machen? Es ist schon ein bisschen durch. Ich hoffe, wir sind es noch nicht. Erstmal vielen Dank für die Einladung und auch nochmal Hallo in die Runde. Und mit Oliver und mit Anne bin ich jetzt ja schon die letzten 2 Wochen zusammengesessen. Und da haben wir auch viel gekämpft, gerade auch für viele Dinge, die dort jetzt vorgebracht worden sind. Das ist nicht immer einfach gewesen, aber ich finde, wir haben uns als Koalition vorgenommen, auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen. Und das ist, glaube ich, erstmal eine ganz wichtige Überschrift, die auch gerade in Glasgow verhandelt wird. Was bedeutet das eigentlich? Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall auch dafür zu kämpfen. Und das bedeutet ja auch für uns, das muss jetzt sehr, sehr, sehr schnell in Richtung erneuerbare Energien gehen mit sehr großen Ausbauzielen. Und es wurde auch vorhin gesagt, wir haben ein Klimaschutzgesetz, in dem Klimaziele festgeschrieben worden sind und die müssen wir erfüllen. Und um das zu erreichen, brauchen wir eben einen enormen Zubau von den Erneuerbaren, auch mit dem mehr Bruttostromverbrauch, den wir in der Zukunft haben werden, weil wir eben Sektorkopplung machen und weil es eine Elektrifizierung von sehr vielen Bereichen gibt. Also ich glaube, das ist wirklich die große Aufgabe, die vor uns steht und die wir auch angehen zusammen, ohne da jetzt viel zu sagen. Ich habe heute ganz viel Europäische Union gehört und ganz viel die Umsetzung von der RED II, also der Erneuerbaren Energienrichtlinie, die auch von den Grünen ja mitverhandelt worden ist. Und ich glaube, das ist essentiell für das Thema, was wir jetzt zentral besprechen, nämlich die Frage von der Bürgerenergie. Also wie das schon andere Staaten gemacht haben und wie das die Europäische Union wirklich vorschreibt, braucht es dort eben im deutschen Gesetz diese Definition von den Bürgerenergiegemeinschaften. Es braucht dafür die Förderung. Ich glaube, das ist sehr wichtig und ich wusste gar nicht, dass es da auch jetzt schon eine Klage gibt, aber ich finde das sehr gut, weil die Frist für die Umsetzung für Deutschland ist verstrichen. Und dass man sich nicht an europäisches Recht hält, das geht nicht. Das werfen wir ganz oft auch anderen Staaten vor, wenn sie das nicht tun. Aber gerade Deutschland ist da wirklich kein Musterschüler, sondern in vielen Bereichen wird dort europäisches Recht nicht umgesetzt. Und das ist natürlich, das muss ich hier als europäischer Abgeordneter sagen, unbedingt notwendig für die Zukunft. Ich glaube, das Zweite, was ganz wichtig ist, was auch schon angesprochen ist, ist die Frage, wie sieht die Beihilfe in der Zukunft aus, so von europäischer Sicht? Da haben wir ja als Abgeordnete, als Europäisches Parlament und auch die Regierungen gar nicht so viel Einfluss darauf, denn es ist etwas, was die Kommission ganz alleine entscheiden kann. Aber dennoch ist es wichtig, dort immer wieder das vorzubringen und zu sagen, dass es nicht sein kann, dass wir in Zukunft eine Beihilfe-Richtlinie haben, die eben es verunmöglicht für die Energiegenossenschaften, ihr Modell umzusetzen. Ich habe jetzt zum Glück gehört, dass es hier rechtliche Erwägungen gibt, dass es auch anders möglich ist. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt auch in diesem Moment, auch in den nächsten
Wochen unbedingt nochmal stark machen müssen, denn gerade eben werden diese Dinge in der Europäischen Kommission entschieden und wenn dort was rauskommt, was dann sozusagen dieses ganze Modell abwirkt, dann ja, das darf auf jeden Fall überhaupt nicht passieren. Ich will einfach nochmal, weil wir jetzt ja nichts aus den Koalitionsverhandlungen berichten dürfen, aber ich finde, Sven, du hast es ja vorhin schon mal gesagt, was dort drin steht, gibt die Richtung vor und es ist schon wirklich was Gutes. Also wir machen es zu unserer gemeinsamen Mission, den Ausbau der erneuerbaren Energien drastisch zu beschleunigen und alle Hürden und Hemmnisse aus dem Weg zu räumen. Alle Hürden und Hemmnisse. Das ist ja wirklich, das sagt was aus. Und wir haben ja gerade heute viele Hürden und Hemmnisse gehört, die auch jetzt schon von vielen besprochen worden sind. Und darum geht es. Und ich will, glaube ich, noch eine Sache sagen. Also die GroKo davor, die hat das alles verunmöglicht und extra verunmöglicht. Und es wurde ja auch vorhin gesagt, es gibt ja immer noch die Lobbyangriffe auf die Energiewende. Ich glaube, es muss ganz klar sein, es gab in der letzten GroKo ein sogenanntes Bermuda-Dreieck der Energiewende. Und die sind jetzt abgewählt und die sind auch nicht mehr im Bundestag. Und ich glaube, ich hoffe einfach nur, dass damit wirklich auch eine ganz neue Zeitenrechnung angeht und diese Angriffe auf die Energiewende damit eben nicht mehr durchkommen und nicht mehr dort ankommen, wo dann die Entscheidungen getroffen werden sind. Ich glaube, ein wichtiger Hinweis ist da noch gegeben worden. Also diese 2% dürfen meiner Meinung nach auf gar keinen Fall als sozusagen Obergrenze gesehen werden, sondern das muss natürlich eine Mindestgrenze nach meiner Ansicht sein. Sonst schaffen wir uns da wieder neue Hemmnisse. Und ansonsten kann ich nur sagen, das, was jetzt, also sozusagen, dass solche Dinge in diesem Sondierungspapier drinstehen, ist einfach auch der Erfolg von den vielen, die jetzt hier gerade uns präsentiert haben, was wir brauchen, aber auch von den vielen, die zuhören, die sozusagen so lange dafür gekämpft haben, dass diese Hemmnisse abgebaut werden. Und deswegen bin ich dafür sehr dankbar. Ich glaube aber, dass es trotzdem immer und auch bei jeder Konstellation wichtig ist, dass es nicht bedeutet, dass man jetzt aufhört, sondern das muss natürlich weitergehen in der Zukunft. Wir versuchen das, glaube ich. Ich finde auch, dass, wenn ich mir Anne und Olli anschaue, wir das sehr gut gemacht haben, die unglaublich auch dafür genau diese Dinge gekämpft haben, eingebracht haben. Was mich noch interessieren würde, wäre einfach nicht nur sozusagen die Menti-Umfragen, sondern Sven, dass du uns auch noch natürlich nochmal die Präsentationen zuschickst, wo alle diese Punkte ja auch aufgelistet sind, damit wir das dann nochmal für die Beratungen haben. Ich glaube, das ist ein sehr guter Spickzettel für die verschiedensten Tausende von Hemmnisse, die es ja gibt und die wir beseitigen wollen. Ja, das ganze Video wird ja nachher online stehen und gerne stellen wir auch die Präsentationen online. Mein lieber Mitarbeiter wird euch danach fragen und gerne natürlich auch von Nina, wenn sie mag, die wichtigen Sachen nochmal rübergeben. Und so bekommen wir vielleicht auch von dem armen Peter von Eurosolar, der nach wie vor im Internetloch in Liechtenstein sitzt, die Infos herüber. Aber ich würde jetzt gerne noch, bevor ich nochmal zurückgebe an die Akteure aus der Praxis im weiteren Sinne, noch einmal Jutta Paulus hier hineinholen, die sich ewig schon als Sprecherin der BAG Energie und jetzt im Europaparlament auch um Klima- und Energiefragen kümmert und jetzt in der AG Umwelt dieser schönen Koalitionsverhandlungen hier verhandelt hat. Liebe Jutta, wollen wir sehen, ob dein Internet besser ist als in Liechtenstein. Wie wirkt das auf dich, was du heute gehört hast? Was nehmen wir daraus mit? Ja, hallo Sven, hallo in die Runde. Yes. Die meisten, hört ihr mich? I hope so. Sehr schön. Hallo Sven, hallo in die Runde. Die meisten von euch kenne ich ja. Ich hänge wahrscheinlich in einem anderen Zug als Anne Spiegel, aber gleichermaßen unterirdischen deutschen Internet.
Also diese ganzen Dinge sind mir ja nicht neu. Das habe ich ja selber auch erlebt, als ich noch Vorständin in der Bürgerinnen-Energiegenossenschaft war und damals eins der ersten Mieterstromprojekte umgesetzt habe und eben, ich weiß nicht, ich glaube, es sind anderthalb Ordner, die ich Schriftverkehr habe im Hauptzollamt und schlag mich tot, bis wir dieses Zeug dann mal umgesetzt hatten. Und ich glaube, es ist halt auch kein Zufall, weil ein Herr Altmaier ja unter anderem mit Windenergiegegnern in seinem Privatgarten Kaffee trinkt. Das muss man ja auch wissen an der Stelle. Da gibt es eine ganz wunderbare Übersicht. Außerdem muss ich jetzt noch anmerken, Vorläufer des EEG, was in der Tat ein ganz hervorragendes Gesetz war, hauptsächlich von Hermann Scheer und von Hans-Josef Fell geschrieben wurde. Vorläufer ist allerdings das Energieeinspeisegesetz, was der Solarförderverein Aachen mal entworfen hat. Das muss an der Stelle gesagt werden. Ich glaube, was wir brauchen, ist wirklich ein großer Rundum-Befreiungsschlag, um das mal so zu sagen. Das ist ja verschiedentlich gesagt worden, dass man wirklich mit einem einzigen Zettel ankommen kann und seine Photovoltaikanlage aufs Dach schrauben kann und fertig. Und ich glaube, was Claude Turmes auch schon sehr klug angelegt hat im Strommarkt, in der Strommarktrichtlinie, ist die Rolle des Aggregators. Der Aggregator ist nämlich dafür da, all diese Kleinanlagen einzusammeln und das ganze energiewirtschaftliche Zeug für die zu regeln. Das heißt, wenn wir das im Energiewirtschaftsgesetz hier in Deutschland umsetzen würden, dass es nicht nur den grundzuständigen Netzbetreiber und den grundzuständigen Messstellenbetreiber gibt, sondern auch den grundzuständigen Aggregator. Dann haben die Leute jemanden vor Ort, den rufen sie an und der kümmert sich um diesen ganzen rechtlichen Kram. Und ich fände es super, wenn ihr darüber auch mal diskutieren würdet. Dann ansonsten ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Webinar. Danke, Jutta. Also ich muss sagen, für zwei Zuginterventionen von Anne und Jutta war das mit dem Internet schon ganz gut. So, jetzt aber würde ich gerne noch mal vier Beiträge, die mir noch besonders aufgefallen sind, vorlesen aus dem Mentimeter, das nach wie vor für euch offen steht, und gebe dann noch mal das Wort zurück an euch. Und da sind so ein paar doch wirklich noch mal spannende Anmerkungen. Da ist zum Beispiel, ist das Modell der Bürgerenergie auch auf Bürgerwärme oder Bürgerinnenwärme anwendbar, um die Wärmewende voranzubringen? Frage Nummer eins. Zwei, wie steht es um die bidirektionale Verwendbarkeit von Elektrofahrzeugen? Also die Frage, wieder Strom zurückzuspeisen, wenn fehlt. Ich möchte anfügen, wo sind eigentlich die Smart Meter, die auch im europäischen Recht versprochen sind und bis heute in Deutschland nur bei großen Nutzern eingebaut werden, obwohl sie für kleinere Nutzer eigentlich auch vorgesehen sind und Deutschland da eine windige Begründung abgeliefert hat, dass das angeblich nicht nützlich sei im Kosten-Nutzen-Vergleich. Würde ich auch gerne mal wissen, welche Bedeutung ihr dem beimesst. Smart Meter würden es ja dann auch kleineren VerbraucherInnen ermöglichen, wenn der Börsenpreis niedrig ist, ihre Großverbraucher anzustellen und wenn der Strompreis hoch ist, das eher zu unterlassen. So, dann nächste Frage. Wenn wir schon Bürgergenossenschaften haben, gründen, wie schaffen wir es dann, die erzeugte Energie auch kostengünstiger an die Genossenschaftsmitglieder zu verteilen? Und schließlich, gibt es für Bürgerenergieprojekte technische Unterstützung? Ja, da waren ja nun furchtbar viele Fragen an Richtung Bürgerenergie. Deshalb würde ich vielleicht jetzt mit euch wieder anfangen, weil überhaupt haben sich da viele darauf bezogen. Und vielleicht danach direkt mal an Markus aus juristischer Sicht, ob da doch noch wichtige Rechtsfragen aufgeworfen wurden. Und vielleicht habt ihr ja auch eine geniale Idee für mein Problem mit den Altanlagen und den Kommunen, die so. Aber jetzt erstmal das Bündnis Bürgerenergie. Bitteschön. Ja, ich fange mal an. Viola, du kannst gleich gerne weitermachen. Ja, vielen Dank für die spannende Veranstaltung bis dahin. Ich denke, es ist eine ganze Menge bei rumgekommen bisher. Ja, mich hätte natürlich schon noch interessiert, ein bisschen mehr zu den Verhandlungen, auch insbesondere, wie lange es denn jetzt vielleicht noch dauert, bis man tatsächlich schon mal
ein paar Punkte da rausbekommt, aber da habt ihr euch alle sehr, sehr gut zurückgehalten, finde ich ein bisschen schade, aber auch verständlich, aber vielleicht, ja, so ein Fahrplan würde mich schon interessieren, wie das die Verhandlungen noch weitergehen und auch wie wir als Verbände uns da noch weiter einbringen können. Also gebe ich dann gerne auch nochmal zurück. Ansonsten zu den Fragen. Ich habe jetzt leider, das ging so schnell, es werden mir die jetzt nicht alle aufgeschrieben, zu Smart Meter, das habe ich noch im Kopf. Also Smart Meter ist tatsächlich durchaus was Spannendes. Allerdings bisher in der Umsetzung in Deutschland auch extrem komplex und tatsächlich für die allermeisten Anwenderinnen ohne jeglichen Mehrwert. Daher sind wir tatsächlich durchaus relativ skeptisch gegenüber Smart Mietern. Wir finden das eigentlich eine gute Sache, aber in den meisten Fällen führt es bisher zu Kostensteigerungen, ohne dass es da einen Mehrwert gibt. Also die Smart Mieter, die können ja nicht mal den Mieterstrom abwickeln oder Sonstiges. Und also für die dezentralen Energieanwendungen, wie wir sie uns vorstellen, wie Energy Sharing und so, sind die bisher einfach nicht ausgelegt. Die können noch viel zu wenig, sind dafür viel zu teuer. Da muss sicherlich noch mal geprüft werden, wie das noch mal angegangen werden kann. Genau, das so viel vielleicht schon mal von meiner Seite. Voilà. Die Kollegin, die Frage mit der Bürgerwärme war noch aufgeworfen. Bitte. Ja, dann vielleicht gerade ganz kurz. Also Bürgerwärme ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Es gibt auch genug Genossenschaften, die da schon aktiv sind. Die Nahwärmenetze über Genossenschaften realisieren. Das ist bisher vor allem im ländlichen Raum der Fall. In den Städten ist es noch schwieriger. Wir sind der Meinung, dass da noch viel zu sehr auf die falschen Pferde gesetzt wird, also insbesondere auf Gasheizung, auch Ölheizung sind ja immer noch viel zu stark präsent. Wir brauchen unbedingt eine Umstellung auf Wärmepumpen, so viel wie möglich. Und brauchen da einmal die Abschaffung der Förderungen für die fossilen Heizungen und eine bessere Förderung für Wärmepumpen. Und so das Thema Energy Sharing würde sich tatsächlich auch sehr gut anbieten, um Wärmepumpen dann auch so zu steuern, dass sie tatsächlich auch dem Dargebot an erneuerbaren Energien entsprechen. Genauso ist das auch bei Elektromobilität möglich. Also Energy Sharing bietet ein wunderbares Instrument für die Nutzung von Flexibilitäten, um eben auch die Sektoren zu koppeln. Bitte, Viola. Ja, genau, da wollte ich auch einmal kurz nochmal anknüpfen, weil das im Chat ja auch die Frage aufkam, an uns gerichtet, auch mit Speichermöglichkeiten. Also das ist vielleicht nochmal wichtig zu unterstreichen, dass es uns eben auch um Netzdienlichkeit geht. Also dass es den Menschen möglich sein muss, in Zeiten hoher erneuerbarer Energieaufkommen diesen Strom günstiger zu nutzen, als es eben in Zeiten von weniger erneuerbaren Energien ist. Also auch hier diese Flexibilitäten als ein Potenzial zu sehen. Und da würde vielleicht auch nochmal die eine Frage dran anknüpfen, wie wir es schaffen, diesen Strom auch kostengünstiger weiterzugeben von Genossenschaften. Denn genau das ist auch die Idee von Energy Sharing. Wir sind ja jetzt gerade dabei, das noch konkreter zu machen, auch einen Studienauftrag zu geben mit der Frage, welche Netzentgelte beispielsweise oder auch Umlagen, Abgaben können denn reduziert werden, um den Strom damit günstiger zu machen und es für Leute attraktiver zu machen, diesen Strom zu nutzen. Also da sind wir auch gerade dabei, das eben auszuformen, weil das ist eine ganz wichtige Frage, welche Stellschrauben man da hat. Vielen Dank. Markus Kahles, bin gespannt, was sagt der Jurist zu all dem? Viele haben ja schon erschreckend viele Artikel gleich mit formuliert. Aber ich bin gespannt, wie das auf dich wirkt und was wir als Gesetzgeber da mitnehmen können. Und vielleicht hast du ja auch noch einen Tipp für diese Probleme der Kommunen, die irgendwann in der Hoffnung auf Gewerbesteuereinnahmen größere erneuerbaren Investoren zu sich eingeladen haben und jetzt finden, dass sie doch ein bisschen wenig daraus bekommen. Mhm.
Genau, ja, es sind ja jetzt die ganze Zeit schon sehr, sehr viele rechtliche Themen angeschnitten worden. Ich glaube, ich bin ausnahmsweise mal nicht der, der die meisten Paragraphen hier zitiert hat, weil ich mich zurückgehalten habe. Aber wenn ich mir aus dem Fragenkatalog hier ein, zwei Sachen rausgreife, gerade die Frage, wenn man schon Bürgergenossenschaften hat oder gründet, wie schafft man es dann, dass die erzeugte Energie auch kostengünstiger an die Genossenschaftsmitglieder verteilt wird? Das ist ja genau das, was unter verschiedenen Schlagworten immer wieder kam mit Energy Sharing. Und da muss man natürlich dann an die Strompreisbestandteile dran. Und da muss man sehen, da war ja immer so der Klassiker der letzten Jahre war immer, ja gut, dann muss man die von der EEG-Umlage befreien. Aber diese Denke trägt ja nicht mehr in Zeiten, wo wir uns konkret vorstellen können, die EEG-Umlage auf Null runterzufahren oder das EEG irgendwie geartet abzuschaffen, welche Formulierung da jetzt gerade in irgendwelchen Papieren bei euch kreisen, weiß ich jetzt nicht, aber quasi Geschäftsmodelle auf die Ausnahme von der EEG-Umlage zu bauen, die Zeit ist, glaube ich, vorbei. Das funktioniert so nicht mehr. Deswegen muss man an alle anderen möglichen Strompreisbestandteile dran und da ist natürlich eine große Frage, was machen wir mit den Netzentgelten? Die Netzentgeltstruktur passt halt, die kommt aus einer anderen Zeit und trifft jetzt auf neue Akteure. Das ist jetzt gar nicht so, dass die jemand vielleicht absichtlich so gestaltet hätte. Die ist halt schon so, wie sie immer ist und funktioniert quasi von der Netzebene von oben nach unten und ist nicht darauf ausgerichtet, dass eigentlich unten auf der dezentralen Ebene sehr, sehr viel passiert. Und da muss man ran, da geht es um dynamische Netzentgelte, um die Frage des richtigen Anknüpfungspunkts für das Netzentgelt. Muss ich da wirklich zu jedem einzelnen Verbraucher bis vor die Haustür quasi und dort abrechnen oder reicht es nicht, dass ich irgendeine Netzebene nehme als Anknüpfungspunkt, um dort zu schauen, was geht an Strom rein, was geht an Strom raus und dann rechne ich das ab auf einer höheren Ebene bei einem Netzverknüpfungspunkt oder bei einer bestimmten Netzebene, dass ich da nicht dieses Klein-Klein habe. Sowas wären Ansatzpunkte, die man sich in rechtlicher Hinsicht gut vorstellen könnte. Bei der Beteiligung der Gemeinden und Kommunen an Wind, also ich bin jetzt kein Steuerrechtler und auch kommunales Steuerrecht ist jetzt nicht so meins, dass glaube ich, der jetzige Paragraph 6 EEG, der die Beteiligung der Kommunen quasi regelt durch diese freiwillige Abgabe vertraglich, wo man ja immer noch nicht ganz sicher ist, obwohl es im Gesetz steht, ob das strafrechtlich alles wirklich so okay ist mit der Vorteilsannahme, dass der nicht der Weisheit letzter Schluss ist, ist wahrscheinlich klar. Wir hatten ja auch in dem damaligen Ideenwettbewerb eine andere Idee eingebracht, die ist nicht durchgekommen, aber vielleicht kann man sich da doch nochmal was anschauen. Genau, aber um mich da jetzt über die Gewerbesteuer auszulassen, da fehlt mir jetzt persönlich gerade der Hintergrund. Ja, gut, ihr müsst euch ja nicht alle melden. Ich nehme euch sowieso alle wieder dran, ganz egal, ob ihr nun wollt oder nicht. Also die Leute aus der Praxis, und am Schluss kommen da noch meine berüchtigten Schlussfolgerungen, die normalerweise am Ende eines Europe Callings stehen. Aber vielleicht jetzt mal, damit du nicht wieder ganz am Schluss bist, Ariane, Green Planet Energy, wie hat das auf dich gewirkt und was sind die Punkte, wenn du uns die mitgeben solltest, da müsst ihr wirklich ran. Was wäre die Forderung des Greenpeace Energiearms? Ja, natürlich das Schlaglicht, was ich vorgestellt habe. Also wir wünschen uns und finden das eben auch aus Sicht eines Energieversorgungsunternehmens eine total interessante Sache, weil das eben auch auf das zukünftige Geschäftsmodell, wenn ich mal so sagen darf, abzielt. Es ist ja bisher so, dass eben Energieversorgungsunternehmen hauptsächlich Strom bereitstellen, also Netzstrom. Das heißt aber, wenn wir jetzt mehrere dezentrale Akteure haben, dann verändert sich auch unsere Rolle ein Stück weit, weil wir zum Beispiel mehr als eine Art Dienstleister zum Beispiel auftreten könnten, um dann genau diese energiewirtschaftliche Abwicklung im Hintergrund für Energiegemeinschaften abwickeln zu können, die das wahrscheinlich nicht alles selber machen wollen, die sollen das machen dürfen, das auf jeden Fall, aber ich bin fast sicher, nicht alle wollen das. Und das heißt, dann hätte ein Energieversorgungsunternehmen hier eine ganz andere Rolle und würde eben in so eine Dienstleistungsrolle schlüpfen und dann vielleicht nur noch eine Reststrombelieferung übernehmen.
Und genau, aus meiner Sicht ist diese Frage, welche Hebel dieses Modell eben ökonomisch machen, die ist zentral. Markus Kahles hat es gesagt, die EEG-Umlage war immer so der größte Hebel, den man gerne als erstes genannt hat. Das fällt jetzt weg, weil sie eben bis 2023 abgeschmolzen werden soll. Aber es gibt eben andere Ideen, sowas wie netzabschnittsbasierte Modelle oder dann auch so genannte Vorortareale, die schon genannt wurden. Also ich glaube, hier braucht man auch den Mut, so ein bisschen dieses Energiesystem eben neu zu denken und vor allem, glaube ich, auch zu gucken, wie ist vielleicht auch so ein Stück weit dieser Grabenkampf zu überwinden, den es durchaus gibt, also dezentral versus zentral. Und hier ist es einfach, glaube ich, wichtig, die richtigen Akteure an den Tisch zu bekommen, um dann eben auch vor allem in einem Richtung 100% erneuerbaren System Flexibilitäten, dynamische Tarife und all sowas mitzudenken. Und vielleicht als Abschluss, um auch nochmal wegzukommen von Energy Sharing, ich glaube, was eben auch angesprochen wurde, vor allem im PV-Bereich, wir brauchen Deregulierung, um das mit dem Wort einfach abzuschließen. Also die ganzen Hemmnisse, ob es für kleine Balkonmodule sind, es sollte wirklich dringend unkomplizierter werden und einfacher. Und ich glaube, da kann man sich auch im europäischen Kontext umschauen. In vielen Ländern gibt es unkomplizierte Regelungen. Also warum nicht versuchen, da anzuknüpfen und eben auch für Deutschland sowas zu etablieren? Ja, vielen Dank. Und vielleicht direkt weiter an Simone Peter, die hat sich schon lange gemeldet. Was ist dein Fazit aus dem? Was ist, was du uns noch besonders mit auf den Weg geben willst? Euer Positionspapier haben wir natürlich zur Kenntnis genommen. Ja, vielen Dank, Sven. Ich hatte mich vorhin gemeldet nach den Vorschlägen oder Fragen, weil ich es so spannend finde, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier noch neben dem Stromsektor an Möglichkeiten sehen für energiegemeinschaftliches oder Bürgerenergieengagement mit Wärme, mit bidirektionalen Laden, Systemdienstleistung erbringen. Das sind ja genau die Punkte, das haben jetzt auch hier die Vorrednerinnen ja auch ausgeführt, die das auch konkret machen, zum Beispiel bei Greenpeace Energy zu überlegen, was sind da auch die neuen Geschäftsmodelle, die man in Zukunft mit oder auch für die Bürgerinnen und Bürger organisieren kann. Und weil ich das ja so zum Schwerpunkt auch meiner oder zum Ausblick meiner Präsentation gemacht habe, dass wir jetzt wirklich überlegen müssen, wie kriegen wir so ein Energiesystem organisiert, was eben diese vielen dezentralen Möglichkeiten nutzt, was die Möglichkeiten der Erneuerbaren, die ja heute schon Verantwortung fürs Energiesystem übernehmen, auch besser anrechnet, damit auch die Marktwerte der Erneuerbaren erhöht, indem sie eben über flexible Bereitstellung, aber auch Speicher, die flexibilisiert werden können, grüner Wasserstoff und so weiter, dass man hier die Dienstleistung auch anreizt und das in ein neues Energiemarktsystem dahingehend überführt, dass man die Parameter so ändert, dass die erneuerbaren Energien im Zentrum stehen und nicht mehr die fossilen. Dass der Einspeisevorrang endlich gewährt wird, ist auch etwas, was Voraussetzung ist dafür, dass die erneuerbaren Energien komplett ihre Leistung unterbringen, heißt auch, dass die fossilen Kapazitäten zurückfahren. Und dieses Zusammenspiel jetzt zu organisieren, also wir liefern ja demnächst neues Strommarktdesign, wo wir auch sagen, da muss man an die Netzentgelte, an die Umlagen ran, um bestimmte Dinge zu befördern. Ich kann noch nicht so viel verraten, aber wichtig ist es auch da, dann regulatorisch zu begleiten, um eben dieses neue System, diese neue Dienstleistung, diese neuen Geschäftsmodelle auch möglich zu machen. Und da wird auch bidirektionales Laden eine Rolle spielen, da wird auch Power to Heat, also Strom-zu-Wärme-Anwendungen eine Rolle spielen, grüner Wasserstoff. Und ich glaube, dass uns da eine unheimlich große neue Energiewelt erwartet und dass hier jetzt der Rahmen von den Koalitionären im Bund so gelegt wird, dass er vieles jetzt schon ermöglicht und die Korridore nicht so eng legt, dass bestimmte neue Entwicklungen nicht
zu früh beschnitten werden. Das ist jetzt sehr kryptisch formuliert, aber ich glaube, es ist wichtig, also die Forderung, Hemmnisse beseitigen, Bürokratie beseitigen, ist schon ein wichtiger Ansatzpunkt, um dieses neue Energiesystem in Zukunft erfolgreich zu tragen. Danke. Vielen Dank. Und jetzt zum Abschluss zu den, ich sage es mal hier nochmal besondererweise, Pionieren. Erstmal Nina Scheer und zum Abschluss dann die, mit denen alles angefangen hat. Aber Nina, bitte. Ja, ich wollte auch noch ganz kurz einmal etwas aufgreifen, nochmal mit diesen Kontingentierungen. Ich glaube, da schleicht sich unheimlich schnell so eine schwierige Betrachtung ein, wenn wir eben immer in diesen Zielen politische Maßnahmen definieren. Wenn es eben jetzt um dieses 2% Flächenziel geht, und ich glaube, das ist ganz wichtig vom Verständnis her, dann macht es einen Riesenunterschied, ob ich eine Maßnahme fokussiere mit Blick auf 2% und dann folgen daraus einzelne Mengen, Portionchen, ja, jährliche Portionchen. Und wenn die dann noch Verhandlungsmasse sind, dann ist das unglaublich schnell in der Praxis eine Reglementierung. Oder ob man einfach nur die Ziele auf der einen Seite hat, aber auf der anderen Seite sich wirklich jetzt darauf konzentriert, diese Hemmnisse, und da war ja dieses Beispiel, auch wenn es natürlich in die Energieszene nicht reinpasst mit dem Autokauf, schon ganz, ganz griffig, ja, diese Einfachheit zu schaffen, direkt in den Ausbau zu kommen. Das ist ein Punkt, den ich einfach nur noch mal konkretisieren wollte. Da passiert es unheimlich schnell, dass man in diese Falle tappt, doch wieder nur in Kontingenten Politik zu machen. Und dann hat man die Begrenzung. Und der andere Punkt, da wollte ich einfach auch nochmal, das geistert so ein bisschen hier so rum, eine Vermischung zwischen Abschmelzung EEG-Umlage in der Diskussion und Abschaffung des EEGs. Und wenn man das jetzt mal ernst nimmt, was wir hier gerade den ganzen Abend diskutiert haben, dann darf eine Abschaffung des EEGs definitiv nicht auf der Tagesordnung stehen. Aber ich habe den leisen Verdacht, dass das bei einigen miteinander gleichgesetzt wird. Und da möchte ich einfach gerne meinen dringenden Appell nochmal ausrufen an dieser Stelle, dass das einfach nichts miteinander zu tun hat. Man kann die EEG-Umlage abschmelzen, um Verbraucherinnen zu entlasten. Ja, das ist, das ist jetzt greifbar. Aber die andere Sache ist eben das EEG. Das hat mit dieser ersten Maßnahme nichts zu tun, wie man mit dem EEG umgeht. Und wir brauchen, das ist ja, zeigen ja auch die Zahlen, wo ist das die Stabilität für den Ausbau der erneuerbaren Energien? Das ist eindeutig beim EEG gelegen, und zwar eben nicht in der Umformulierung durch Ausschreibung, sondern eben durch eine Garantie, Investitionsgarantie, Einspeisevergütung, möglichst schlicht gehalten. Das ist nach wie vor die feste Bank der gelingenden Energiewende. Das war mir ganz wichtig, das nochmal klar zum Ausdruck zu bringen. Vielen Dank, liebe Nina. Damit hast du einen Punkt, den ich machen wollte, vorweggenommen. Im Sondierungspapier steht auch nicht Abschaffung des EEGs, sondern Abschmelzen der Umlage. Das ist ein großer Unterschied. Und auf die danke, dass du darauf nochmal hingewiesen hast. Da geht es nicht darum, dass man die festere Vergütung für die Anlagenbetreiber abschafft, sondern die Umlage der Kosten, die daraus folgen. Das ist ein Unterschied, und aber darauf nur noch mal semantisch hingewiesen. So, jetzt aber Solarenergieförderverein aus Aachen bei Düren. Bitte, Susanne. Nee, lieber Düren bei Aachen. Also andersrum stimmt es, glaube ich, eher. Danke. Ich habe vorhin mich so wild gemeldet, weil ich genau an dieser Stelle gehakt habe, wo die Abschaffung des EEGs angesprochen wurde. Und das kann überhaupt gar nicht sein, die Zukunft sein des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Wir brauchen die Basics. Wir brauchen genau das, was wir auch schon vor über 20 Jahren hatten. Wir brauchen feste Einspeisetarife. Und die, hatte ich ja im Vortrag schon erwähnt, ordentlich hoch sein müssen, dass die Anlagen nicht nur auf Eigenversorgung getrimmt sind, sondern die gesamten Dächer genutzt werden. Auch Volleinspeiseanlagen müssen zukunftsfähig sein. Und da kommen wir gar nicht dran vorbei, weil alles, was nur in Richtung Privat- und Eigenversorgung geht oder auch gerne Mieterversorgung, ist nicht genug. Wir müssen die ganzen Dächer belegen. Und ich wollte auch noch mal etwas zu Ü20-Anlagen sagen. Da wurde auch ganz kurz darauf fokussiert. Diese Windenergieanlagen, die jetzt in Kürze
aus der Vergütung fallen und auch in Aachen und Umgebung vom Abbau bedroht sind, können deshalb nicht repowered werden oder nicht weiter betrieben werden, weil die Genehmigungen nicht mehr da sind. Und auch genau deshalb, weil es die unsäglichen 1000 Meter Abstandsregeln hier in Nordrhein-Westfalen gibt und auch möglicherweise die in Bayern. In Bayern werden viele zum Opfer fallen dieser neuen Flächenregelung. Und das ist ein Umstand, der einfach auch verfassungsrechtlich mal durchdacht werden muss. Und ob das nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts überhaupt noch zulässig ist, solche restriktiven Regeln festzuschreiben, die halt den Bestand von Anlagen gefährden. Und zum Schluss noch ein kleines Wort zu diesem Thema Handel, worüber heute so viel gesprochen wurde, über das Thema Bürgerenergiegenossenschaften, Handel, neue Energiewelt, wie können neue Vertragsbeziehungen geknüpft werden und so weiter. Ich möchte ganz deutlich sagen, dass bei uns die Mehrzahl der Bürgerinnen, die sich bei uns melden, dafür sind, dass sie ganz einfache Wege zielen. Also die wollen gar keinen Handel, die wollen gar keine Zwischenschritte, die wollen einfach nur erzeugen, einspeisen. Die wollen einfach für sich ganz kleine Regeln haben und nicht noch mehr übergebordete Funktionalitäten. Und deshalb bitte, liebe Grüne, denkt an den Koalitionsgesprächen, an die Einfachheit und an die Bürokratiearmut bei all dem, was ihr da macht, und macht nicht neue Konstrukte, die noch viel komplexer sind und dann schlussendlich die Bürger gar nicht mehr verstehen. Das wäre so mein Appell und ich hoffe, das gelingt euch allen. Wir gucken nach Berlin und drücken die Daumen und ja, toi, toi, toi. Ja, vielen Dank und erstmal vielen Dank an alle, die hier mitgemacht haben. Wir hatten fast 3000 Anmeldungen, nur ein paar wenige noch davor. Das zeigt, wie groß das Interesse ist. Vielen Dank, dass ihr euch so kurzfristig Zeit genommen habt, eure Erfahrungen hier mit uns zu teilen. Vielen Dank auch an alle, die sich schriftlich beteiligt haben. Wir werten das aus, stellen das allen zur Verfügung. Das ist ganz selbstverständlich und das wird sicherlich nicht Punkt für Punkt in einem Koalitionsvertrag auftauchen. Dazu ist das viel zu detailliert. Es wäre ja auch furchtbar. Ich habe heute Abend gelernt, dass man einen ganzen Koalitionsvertrag nur mit Hemmnissen für die dezentrale Energienutzung vollschreiben könnte. Das wäre sicherlich ein bisschen schade und würden die Kollegen in anderen Themenfeldern auch nicht gut finden. Daher werden wir davon Abstand nehmen. Aber dieser Auftrag aus dem Sondierungspapier, den wir dort reingebracht haben, und der, das muss ich ganz klar sagen, die Zustimmung ohne jede Probleme aller anderen Partner gefunden hat, die, das ist jetzt auch wegleitend. Und ich kann auch nur sagen, dass das gerade, weil es ja um den Abbau von Hemmnissen geht, ist das auch etwas, wo sich alle Ampelpartner gut drunter finden können. Bürokratieabbau, das ist etwas, was alle sich zu eigen machen können. Und die Erneuerbaren und auch der Auftrag 1,5-Grad-Pfad ist nicht ein Auftrag an die Grünen, das ist ein Auftrag zur Rettung dieses Planeten. Das Bundesverfassungsgericht hat uns das in Stammbuch geschrieben und folglich ist auch der Erfolg des erneuerbaren Ausbaus und besonders auch des dezentralen Auftrag für die ganze Koalition und nicht nur für einige. Ich kann nur sagen, gucken nach Berlin hilft da nicht, fordert Berlin. Aus nordrhein-westfälischer Sicht würde ich immer sagen, aus Berlin ist noch nie was Gutes gekommen. Also ich neige immer zu ein bisschen platten Regionalkolorit. Deshalb auch meine Düren- und Aachen-Witze. Sonst muss Stuttgart öfter darunter leiden. Der Punkt ist nur heute mal Aachen und Düren. Aber ernsthaft, es wird darauf ankommen, dass eure Stimme hörbar ist. Und zwar bei allen Parteien. Und natürlich, da wir viele Fragen haben, gilt es auch, die Opposition mit in die Pflicht zu nehmen. Dieses Projekt kann eigentlich alle ein. Ich habe schon lange die Wahrnehmung, dass bei den Erneuerbaren es inzwischen nicht mehr darum geht, ob die Erneuerbaren gewinnen. Ökonomisch ist das eigentlich geklärt. Es geht jetzt nur noch um zwei Dinge. Wie lange können eigentlich unverantwortliche und ökonomisch überkommene Geschäftsmodelle
noch am Markt reüssieren? Wie lange gelingt es deren Lobby, noch weitere Subventionen herauszuholen? Wenn man jetzt hört, dass Frankreich neue Atomenergieanlagen baut, heißt das ja nichts anderes, als dass der französische Staat gegen die Erneuerbaren mit Milliardensummen eine alte Technologie subventioniert, schon alleine, weil die niemals ihre Versicherung bezahlen werden. Und daher geht es darum, wie lange eigentlich geht das alte System noch. Aber die zweite Frage, die ist, finde ich, ähnlich ökonomisch stark. Wer wird der Akteur, der den erneuerbaren Ausbau betreibt? Werden das die Bürgerinnen und Bürger, viele kleine Unternehmen, werden das Genossenschaften, Kommunen sein? Oder werden das wieder große Konzerne sein, die versuchen eigentlich gegen die Natur der Erneuerbaren einen Markt zentralisiert unter ihre Kontrolle zu bringen, der doch eigentlich per Definition dezentral ist, weil auch die erneuerbaren Energien eine dezentrale Energie sind. Jetzt muss man das nicht schwarz oder weiß sehen. Auch die Großunternehmen haben ihre Rolle zu spielen, wenn es zum Beispiel um Offshore-Wind geht oder auch um viele andere Elemente. Aber wer wie großen Kuchen kriegt, die Regionen und die Unternehmen dort, die kleinen, mittleren, die Bürgerinnen und Bürger oder eben wieder große Unternehmen. Das ist eben, diese Messe ist nicht gesungen. Und ich finde, und dafür stehe ich auch, dass wir dafür streiten sollten, dass diese Energie so demokratisch ist, wie die Sonne für alle scheint. Das sollte unser Ziel sein, mit dem wir das Ganze verfolgen. Und ich muss auch offen sagen, inspiriert hat mich zu all dem natürlich der großartige Hermann Scheer, der hier heute auch schon genannt wurde und dessen Stiftung hier ja auch mit vertreten ist. Und mit Nina auch eine Tochter hier ist. Ja, und dann will ich noch eins sagen, was mich umtreibt. Das ist die Frage, wie gestaltet man die Zahlungen aus dem EEG? Und da habe ich mich die letzten Tage einiges mit beschäftigt und ich habe mich schon über eines gewundert. Auf der einen Seite garantiert man einen Preis, häufig nach einer Auktion, in der Regel leider nach einer Auktion, selbst für relativ kleine Akteure. Aber dann erlaubt man diesen Akteuren, immer wenn der Marktpreis deutlich drüber ist, monatlich aus diesem Vergütungssystem herauszuspringen und entsprechende Extragewinne einzunehmen. Andere Länder ermöglichen das nicht jeden Monat, da muss man sich entscheiden. Entweder hat man feste Vergütungssätze oder man operiert am Markt. Susanne hat darauf hingewiesen, auch andere, die Kleinen, die können dieses On- und Off-Hopping gar nicht in ihre Wirtschaftlichkeitsberechnungen einbeziehen. Die Großen können das. Also ich frage mich, ist hier nicht eigentlich eine Möglichkeit, Geld zu generieren, wenn man das so weitgehend nicht mehr möglich macht, was man nutzen kann, um auch den Kommunen eine Zulage zu geben, die vor Einführung der 0,2 Cent pro Kilowattstunde an die Standortkommunen angefangen haben, hier Erneuerbare auf den Weg zu bringen. Jedenfalls finde ich, muss man sich auch fragen, ob jeder Cent in dem System effektiv verwendet ist und ob das, was nicht effektiv verwendet ist, nicht genutzt werden kann, um den Ausbau schneller voranzubringen und auf der anderen Seite dafür zu sorgen, dass in den Regionen, wo die Anlagen sich jetzt drehen, auch entsprechend faire Regelungen gefunden werden. Ja, dann will ich zuletzt noch sagen, was mich auch umtreibt, ist, wenn wir im Bereich der Finanzierung in Zukunft weiter super niedrige Finanzierungskosten für die Erneuerbaren haben wollen, auf der Basis von Green Finance, ist ja so, Green Bonds sind weniger kapitalintensiv als normale Finanzierung, dann brauchen wir eine vernünftige europäische Taxonomie und wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass die Regeln für die Definition grüner Finanzprodukte in Zukunft Atom- und Gasinvestitionen umfassen. Ich finde das Irrsinn, was da gemacht wird. Es ärgert mich, dass die bisherige geschäftsführende Bundesregierung da nicht in aller Schärfe reingeht. Es ärgert mich jeder, der da nicht scharf reingeht. Und ich finde, ehrlich gesagt, der Kapitalmarkt hat selber schon Marktstandards geschaffen, die sagen, Green Bonds, grüne Anleihen sind ohne Atom- und fossile Energiequellen. Es kann doch nicht sein,
dass die demokratisch gesetzten Regeln schlechter sind als der Marktstandard der Banken und Versicherungen. Da wird ein Leitmarkt für nachhaltige Investitionen zur Lachnummer. Und deshalb bin ich da auch weiter dran, alles zu tun, um das zu verhindern, mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Europaparlament, im Bundestag und auch mit vielen aus den Verbänden und Akteuren aus der nachhaltigen Finanzwirtschaft. Ja, vielen Dank fürs lange Mitmachen. Danke fürs Zuhören. Wir werten das alles aus. Euch viel Erfolg. Und ach, ich habe eins noch vergessen, die Koalitionsverhandlungen, nicht? Habt ihr mich ja gefragt. Ich soll da jetzt mehr erzählen. Ja, das ist natürlich ein Problem. Das dürfen wir nämlich nicht. Und wir sind nicht garstig, sondern wir tun das nicht, weil wir morgen, wenn wir das hier jetzt machen würden, sind wir plötzlich stimmlos, weil uns keiner mehr ernst nimmt. Wir haben hier klare Regeln. Und ich kann nur sagen, richtet eure Anliegen an die Verhandelnden. Das ist euer gutes Recht. Ihr habt den Auftrag aus dem Sondierungspapier gesehen. Wo die Verhandlungen jetzt stehen, können wir euch im Detail nicht sagen. Wenn wir nämlich so verhandeln, wie das wieder Jamaika war, dass die Inhalte jeden Tag in der Zeitung stehen, mag das zwar transparent sein, aber ich bezweifle, dass es in eurem Interesse ist oder im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Aber wir haben ja eins öffentlich gesagt, wir sind noch nicht zufrieden, wo wir jetzt sind, auf dem Weg zum 1,5-Grad-Pfad. Da muss noch einiges passieren. Und wir haben es auch gar nicht so eilig. Wir sind gern bereit, schnell eine Regierung zu bilden. Das ist auch aus gerade europäischen außenpolitischen Gründen dringend notwendig. Aber wir wollen starke Inhalte. Und das sollte das Interesse und ist sicher auch das Interesse aller anderen Parteien. Und da ist noch einige Arbeit vor uns. So viele allgemeine Bemerkungen, die Sie auch schon von unserer Vorsitzenden Annalena Baerbock gemacht wurden, seien hier gestattet. Und ich danke euch für alles, wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal und bleibt Europe Calling gewogen. Alles Gute, alle, die in den Verhandlungen sind, schlaft mal ein bisschen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.